Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches. The Podcats are back. Back on the mics. Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Yeah. Und Mama Matze. Mama Matze. Und hier kommen sie, eure Lieblingspodcasts. Eure Lieblingspodcasts sind wieder am Start. Frohe Ostern, ihr Lieben. Jo, frohe Ostern. Der Podcast für alle, die nicht nur, die nur an Ostern ihre Eier suchen müssen. Nicht wie der Rest das ganze Jahr. Frohe Ostern, Matze. Ja, gleichfalls, dir auch. Frohe Schönste Ostern. Fest, ne? Das ist ja das höchste Fest der Christen. Ja. Ne? Und wir lieben es. Stimmt. Und es ist das erste Mal, dass wir tagsüber das machen. Ja, sehr sonnig heute ist es. Ja, das wollten wir auch mal zeigen. Ja, ne? Im Sonnenstudio. Zu Ostern mal im Sonnenstudio. Wir sind ja hier im Sonnenstudio, viele im Haus fragen immer so, kann man bei euch auch mal Sonne? Und so hier irgendwas. Nein. Das heißt, weil hier so viel Sonne reinkommt, das ist ein sogenanntes Natural Light Studio. Ja, richtig. Ja, und wir haben an Ostern feiern wir ja die Wiederauferstehung des verlorenen Sohnes. Ja, unseren Gast. Ne? Serdar Zmunç ist heute zu Gast. Wir haben uns wieder vertragen, wir haben uns ausgesprochen und er ist hier zu Gast und wir werden alles mit ihm besprechen. Das ist ein ganz wunderbarer Gast hier bei Tageslicht. Wir mussten ja auch einen Gast haben, der schön genug ist für Tageslicht und das ist er ja nun mal. Muss ich nicht verstecken. Serdar. Ich hatte mal eine türkische Freundin und die haben sich ab und zu Sprachnachrichten über mein Handy geschickt auf Türkisch. Und wir sagen immer alle Serdar. Aber wie die den ausgesprochen hat, das war echt hot. Also, Serdar. Ich kann das gar nicht nachmachen. Die können aber das R rollen, die Jungs, ne? Und Mädels. Er war vorhin hier und wir hatten ein tolles Gespräch, fast 2 Stunden. Aber ich habe ihn für immer vergessen zu fragen, wie alle meine Gäste. Wir haben ja eine Playlist auf Spotify, die heißt Babyöl, Songs to Make Love To. Ne? So eine Bums-Playlist. Ja. Ne, das ist ja, man sucht ja oft dann in so einem Moment eine Playlist, ne, und da sind wir eure Freunde. Genau. Und jetzt rufe ich ihn mal schnell an, dass er uns diese Playlist, dass er uns dann seine Beiträge zu der Playlist noch sagen kann. So. Ah, es klingelt. Ja. Hallo Serdar. Serdar. Hallo. Ich habe vergessen, dich was zu fragen. Und zwar haben wir eine Playlist für Bumsmusik. Und da wollen wir natürlich deinen Beitrag auch haben. Deine DNA soll da auch drin sein. Ja. Welche Musik hörst du gerne, wenn es zärtlich wird, wenn du körperlich wirst, wenn du zu einer Frau legst? Es kommt auf den Fick und auf die Frau an. Ist der Fick soft, höre ich Sexual Healing von Marvin Gaye. Ja, Klassiker. Sexual Healing. Und ist der Fick zwischendurch, höre ich natürlich, wir machen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. Ganz klar, das darf nicht fehlen. Was hörst Tony du? Marshall. Tony Marshall. Und ist der Bums richtig wild, also schon so ein bisschen BDSM-mäßig, dann geht's schon in Richtung Cannibal Corpse. Okay. Welcher Song? Schlag bitte einen vor. Es gibt einen Song, der heißt Fucked with a Knife. Ja, genau, den meine ich. Aber du hast es gesagt. Scheiße. Clever. Fucked with a Knife. Was hörst du, wenn du meine Mutter bumst? Wenn ich deine Mutter bumse? Ja. Lass mich mal kurz überlegen. Mama Leone würde es machen. Mama von Heinz hier. Mama! Ist auch sehr, sehr gut. Du sollst doch nicht um deinen Jungen heulen. Mama. Ja, doch. Das ging auch. Und hast du auch noch einen Song, wo du sagst, wenn du jetzt ganz allein mit dir bist, wenn du dich selbst anfasst, wenn du zärtlich zu dir selbst bist, das ist irgendeinen, den du da eher hörst? Ja, habe ich. I can feel it in the air tonight mit der Absicht, beim Drum-Solo zu kommen. Ah, alles also wenn wirklich die da-bam, pa-bam, pa-bam, pa-bam und dann wirklich genau da an der Stelle. I can feel myself coming in the air tonight. Das ist der einzige Sex,
die man hat, wo alle kommen, ne? Ja, ja, und man muss natürlich coming schreiben mit C-U-M und I can feel it coming ist halt davor und wenn das Drum-Solo kommt, dann wird richtig abgejazzt. Oh, sehr geil. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Nochmal genau. Danke, dass du hier warst. Und also jede Form, ich kann natürlich jetzt wahlweise das zusammenfassen für Leute, die sagen, mir ist das zu viel Aufwand. Man kann halt jede Form von Free Jazz auch noch hören. Ja. Keiner Wortwitz, oder? Also, wie, was du mit Sprache anstellst, ist unglaublich, wirklich. Irre. Wenn du nur halb so viel mit meiner Mutter anstellst, dann ist sie wahrscheinlich eine glückliche Frau. Deine Mutter gehört mir. Ich weiß. Deine Mutter gehört mir. Darf ich sie heute anrufen, weil Ostern ist, oder nein? Doch, frohe Ostern, auf jeden Fall. Von darf mir auch. Sagen, ja? Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja? Mach ich. Vielen Dank und dir auch noch schöne frohe Ostern, beiden. Ja? Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Da habe ich ihn schon gehört, Serdar. Er ist gleich auch noch hier. Von mir, ich habe einen ganz aktuellen Song von Lana Del Rey. Chemtrails, würde Serdar sagen. Chemtrails over the Country Club. Was hast du? Ich habe noch, ich höre gerade Elif, witzigerweise, mit Katja Krassefitsch, ob das jetzt so zum Bumsen, na gut, aber Highway hat mich irgendwie ganz, fand ich ganz gut. Ja. Ist der so ein bisschen softy auch so ein bisschen? Ja, geht so, der ist, die singen ganz gut, finde ich, also das harmoniert witzigerweise ganz gut. Ja, gucken wir mal. Katja, lustig ist ja, dass meine Ex-Assistentin die Biografie geschrieben hat, Johanna an, stimmt, ne? von Völtel. Ja. Mittlerweile verheiratet mit dem Boss-Hoss-Sänger. Apropos Heirat, bei Heirat, Elif hat auf meiner Hochzeit gespielt damals. Das war sehr nett von ihr. Oh. Ja, allerdings noch ganz andere Musik, aber das war schön. Ich fand das sehr nett von ihr, dass sie vorbeikam und da ein Songchen für uns gesungen hat. Naja. Alright. Soweit. Ich hab sonst noch Brand Van 3000. Ich weiß nicht, ob das passt jetzt irgendwie ein bisschen zur Sonne. Drinking in L.A. Ja, das obwohl wir nicht mehr trinken, aber das fand ich, jetzt kann sein, dass das schon drauf ist. Können ja auch einfach Rhabarbersaft-Schorle trinken. Ja, richtig. Stimmt. Finde ich einen sehr guten Song. Ich habe noch einen, weil wir immer so wenig drauf machen, machen wir ein bisschen mehr jetzt. Ramones, I Wanna Be Your Boyfriend. Oh, schön. Ne? Schön. Wenn das so läuft beim Vögeln, dann hat man da gleich so ein bisschen auch eine Message untergebracht. Ja. Ne? I Wanna Be Your Boyfriend. Hey, little girl. Also so little sind die ja oft gar nicht. Hast du es mitbekommen? Wütend. Ist jetzt das Wort der Stunde. Müde und wütend zusammen. Ja, aber das war wir hatten das ja schon vorher und bei uns hieß das. Wüde. Ich bin so wüde auf dich. Ja, ne? Aber wütend. Na gut, Wütend. Ja. Sehr nah dran, muss ich sagen, bei unserem. Beim Wort des Jahrtausends. Auf jeden Fall. Ja. Übrigens nochmal danke für die tolle Osterdeko, die du hier gemacht hast, bei dir auch. Hinten am Kühlschrank. Ja. Sehr schön. Hier, also wir werden wahrscheinlich niemals den Grimme-Preis inhaltlich bekommen. Ne? Dafür kriechen wir einfach den Lefties nicht genug in den Arsch. Aber vielleicht für die Deko. Deko. Das ist so geil. Ja. Grimme-Preis für die Deko. Und wir sind so stolz. Stimmt. Bin so stolz, Mama, bist du jetzt stolz auf mich? Ich würde sagen, wir machen gar nicht groß rum. Nee. Sondern hauen wir gleich mal, kündigen gleich unseren Gast an. Und zwar lassen wir das von einer Frau machen. Aha, okay. Hey Google, wer ist Serdar Somuncu? Laut Wikipedia, Serdar Somuncu ist ein deutscher Kabarettist, Autor und Regisseur türkischer Herkunft. Gelegentlich tritt er auch als Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher in Erscheinung. Frohe Ostern, Motherfucker. Und an Ostern, da findet man ja alles wieder, was man mal verloren hat. Wenn man nur genug sucht. Matze hat zum Beispiel seine Eier wiedergefunden. Und ich jemanden mit Eiern. Serdar Somuncu ist hier. Hallo. Nils. Matze, hi. Moin. Alter. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du da verschwunden bist. Ja, ich bin einfach von der Bühne und das war. Du bist einfach von der Bühne. Ich dachte, du holst deine Brüder und kommst wieder. Weg warst du. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber es ist gut, fühlt sich gut an, dich zu sehen. Ich war noch 7 Stunden, ne? Ich weiß. Auf der Bühne alleine, aber die Leute sind trotzdem gegangen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass ein paar wegen dir da waren. Ja, wir hatten echt akute Menstruationsbeschwerden. Bisschen, ne? Wir haben unsere Pussys haben ein bisschen geheult. Ne? Auf jeden Fall. Es ist sehr, 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 sehr schön hier zu sein. Wirklich. Es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist. Ich sag das ganz aufrichtig. Ich freue mich sehr, weil endlich, ich bin ja Shitstorm gestählt jetzt, wie du. Ja. Und eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Das heißt, wir begegnen uns so authentisch wie noch nie zuvor. Ist es die erste richtig aufrichtige Sache, die du sagst in diesem Jahr?
Ich hoffe, bei mir, nicht ja. die letzte. Bei mir ja. Bei Matze habe ich noch gesagt, ich mag deine roten Haare. Das habe ja, ich auch ja. ernst gemeint. Mhm. Und bei dir, dass ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und wir haben uns vorgenommen, wir haben viele geschrieben, vielleicht dir auch, so, das war so geil, ihr habt euch immer so gefetzt, die Leute standen da drauf. Ne? Wir haben uns ja wirklich da auch emotional reingesteigert. Und wir wollen diesmal es anders angehen. Mhm. Wir wollen vorsichtiger sein, wir wollen behutsam sein. Mhm. Und wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Achtsamkeit. Und wollen wir selbstreferenziell sein? Nein. Lass das Geheimnis einfach so stehen, oder? Was da passiert ist eigentlich? Ja, ich finde, das wollen natürlich alle immer wissen jetzt, ne? Aber das machen eher Böhmermann und Schulz. Das machen Böhmermann und Schulz. Das ist nicht unser Job. Man muss den Mythos auch ein bisschen aufrecht halten. Aber die beiden sind sehr erfolgreich, ne? Bei Studenten. Ja, aber Erfolg, ist das etwas, was du willst? Wie sieht's denn von außen aus? Ich will das nicht. Nicht diesen Erfolg. Ich finde es so toll, wie Nils Ruf Erfolg einfach hasst. Immer auf der Flucht vor Erfolg. Ja, erfolgreich. Das ist sein Erfolg. Wie er es immer schafft, dem Erfolg ein Stäbchen zu schlagen. Na, ich finde, es ist ein Erfolg, überleben zu können. Und da sind wir ja beide, glaube ich, uns sehr ähnlich. Wir sind ja Überlebenskünstler, oder? Ja, das hast du, ja, genau. Das hast du kürzlich gesagt, als du deine Show gestartet hast. Dass wir wie Schaben sind, ne? Wie heißt nochmal diese Viecher? Diese Viecher, die den Nuclear Hollow Fallout überleben. Nuclear Hollow Hollow sind es Schaben, ja. Auf Deutsch Schaben und die Cockroaches. Und Ratten, ne? Ratten, ja. Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, diese Cockroaches, wie heißt die auf Deutsch nochmal? Schaben, ne? Warte mal, nee, ich weiß, Cockroaches sind Schaben, aber auch also Grillen sind's nicht. Nee. Küchenschaben, ach komm, das finden wir noch. Elstern, Ameisen. Nee. Die fressen tatsächlich Steine. Wer? Diese Cockroaches. Die können von Steinen, die fressen auch Plutonium. Hast du mal gehört, dass Quallen nicht sterben? Es gibt Quallen, die unendlich leben. Ach, weil die sich immer wieder teilen, oder was? Ach krass. Das ist ja auch traurig. Würdest du das wollen? Unendlich als, leben? Als Qualle ja. Als Nils Ruf mich. Dann lieber eine Qualle. Geil. Aber wo jetzt werden viele sagen, ja, so groß ist der Unterschied ja nicht. Ne? Aber mal zurück, Shitstorm gestählt. Ja, ja. Genau. Also ich erzähle von meinem ersten Shitstorm, das war diese Geschichte mit Tickets zum halben Preis. Mhm. Und da habe ich mich abends kurz nicht aus dem Haus getraut, bin natürlich trotzdem raus. Und dann merkt man irgendwie, haben mich ein, zwei Leute angesprochen, die fanden es aber geil. Die waren, hey, geiler Witz auf Twitter. Aber die da mit Heugabeln und Fackeln auf einen losgehen wollen, die trifft man nicht und die zeigen sich da auch nicht. Mhm. Und das zeigt auch wieder, das ist echt ein ganz kleiner Kreis auf Twitter, der dir das Gefühl gibt, ne? Es sind 30 Leute mit jeweils 10 Accounts, die dir das Gefühl geben, die ganze Welt hasst mich, aber das sind einfach nur so ein paar. Glaubst du, dass Twitter die Shitstorm-Zentrale ist? Natürlich, nichts anderes gibt's ja Twitter, ne? Mhm. Jetzt hat ja kürzlich Bill Burr, der große Komiker, der musste bei den, wie heißt nochmal der große Musikpreis? Grammys? Grammys, genau. Da musste bei den Grammys, sollte er einen Preis verteilen. Und dann kommt er also an und sagt, okay, ich dachte, das kommt hier im Fernsehen, das ist ja nur online, ich habe mir extra einen Anzug gekauft, I'm losing money. Und dann musste er so eine lateinamerikanische Künstlerin irgendwie ansagen und konnte natürlich ihren Namen nicht aussprechen. Also Natalie Fotalalido, oh mein Gott, alle werden mich schon wieder hassen und so. Und genauso kam es dann auch, weil er ihren Namen nicht richtig ausgesprochen Ehrlich? Hat. Gab es dann einen Shitstorm und er hat es schon echt genau angekündigt. Er meinte, ja, alle werden wieder sagen, so ein weißer Cis-Mann-Arsch und so. Und es gab dann so einen Shitstorm und das ist so, why? Weißt du? Mhm. Die Leute hätten, die Produzenten hätten ihm vorher sagen sollen, wie man das ausspricht. Und er hat es ja nicht böse gemeint, aber kein böser, da ist kein böser Knochen in seinem Körper, wollte ich, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber da war kein böser Wille. Ja. Ne? Ja, wie hast du das erlebt? Ich habe das Gefühl, man weiß gar nicht, wen man beleidigt oder wer sich beleidigt fühlt. Man kann so ins Blaue hineinsprechen und hat eigentlich immer eine Trefferquote, weil ja mittlerweile jeder irgendwie was hat, ne? Also ich bin, wie du sagst, Person of Color. Du bist Bartträger, der andere hat eine Glatze. Ja, ich bin Cis-Mann, ne? Du bist, weißer ja, Cis-Mann. Auch, du ja. ja nicht. Das haben wir haben ja uns vorher schon getroffen, mal darüber gesprochen, haben wir festgestellt, du bist ja eigentlich eine Person of Color. Ja. Wenn du ja, jetzt noch, bin ich das? Ja, wirklich? Du bist ja auch ein bisschen bi, dann bist du glaube ich, ein BIPOC, oder? Was ist bi? Also bisexuell bisexual bi? Person of Color. Ach so, ich bin BIPOC. Bisexual. Naja, also nach vier Bier. Achso, ich bin Bier.
Bierbock. Biersexual. Du bist eine Bierpocke. Ne, was ist Cis, Mann? Ich hab's neulich mir erklären lassen und ich hab's immer noch nicht verstanden. Dass deine Sexualität so ist, wie du, wie sie bei der Geburt festgelegt wurde und dann passend zu deinem Körper. Also du hast einen Penis, du bist ein Mann und so identifizierst du dich auch und du bist heterosexuell und stehst auf Frauen. Und ist das schlimm? Ja, klar. Warum? Erstmal ist es natürlich super langweilig. Das heißt, dass du gar nichts an dir geändert hast. Okay, okay. Du bist die Mehrheit. Das ist immer scheiße. Mhm. Du bist natürlich automatisch der Feind von Schwulen, Lesben, Genderfluid-Leuten. Hä? Automatisch, wenn ich Cis-Mann bin? So habe ich es verstanden. Was heißt Cis-Mann? Cis heißt irgendwas mit Gender. Ist das eine Abkürzung für etwas? Ja, soll ich es mal kurz googeln? Google mal. Was heißt das nochmal? Ich dachte, das wäre Cis. Ich kann es mir nicht merken. Halbton über C. Ich dachte, das wäre irgendwie ein musikalischer Begriff. Stimmt. Cis, Abkürzung. So, jetzt kriegen alle mit, wie langsam ich hier tippe. Ey. BIPOC ist doch irgendwie Person of Color. Es gibt doch noch African, bla bla. Boah, ich kann das alles gar nicht. Es gibt so viel. Vor allen Dingen ist es ja auch so, die wollen ja immer inklusiv sein, aber erfinden ständig neue Fachausdrücke. Ja, ja irgendwie Token und die, also Abkürzungen auch. LGBTQ plus und aber ich wollte die Antwort auf deine Frage noch eben geben. Ich habe das Gefühl, dass dieses permanente Beleidigtsein das Thema ein bisschen verwässert und dadurch das sehr inflationär wird und die Falschen trifft. Also wenn du siehst, ich meine, da ist eine Diskussionsrunde im WDR mit einer Sendung, die vor 4 Monaten aufgezeichnet wurde, in der sitzt Jürgen Milski. Jürgen Milski. Und man denkt, okay, das ist unter meiner Wahrnehmungsgrenze. Selbst wenn Jürgen Milski die schlimmsten Dinge sagen würde, würde ich das gar nicht wahrnehmen. Und dann kommen Leute und sagen, ah, es ist Rassismus, wir müssen eigentlich eine Runde haben, in der Betroffene sitzen, was ich wieder viel rassistischer finde. Ich konnte immer Micky Beisenherz und Jürgen Milski nicht auseinanderhalten. Ich dachte irgendwie, der sieht ja gar nicht so schlecht aus, der Beisi, aber dann war das Jürgen Milski. Ne? Ja, und ich habe dann auch, also ich habe mich dann auch gefragt. Micky Milski Herz. Ich habe mich dann gefragt, was Sinn und Zweck dieser Sendung war. Und dann habe ich mich auch danach gefragt, was Sinn und Zweck der Empörung war. Weil es gibt ja, wenn du schon sagst, es gibt eine Alternative zum Rassismus, dann aber in rassistischen Kategorien denkst und sagst, hol doch mal 4 Z-Wort-Leute, damit die über sich selbst diskutieren können, dann bist du ja auch auf demselben Pfad. Also es wird dann erst lustig, wenn es keinen mehr interessiert, wer da sitzt. Also ich finde, und ob er das Recht hat, darüber zu sprechen. Oder? Ja, also erstmal hast du das Recht, darüber zu sprechen und du musst dir auch zu so einer Runde nicht irgendwie einen Betroffenen einladen, weil du kannst ja einfach sagen, wir haben hier eine Runde und wir reden über die. Ja. Ja. Und was heißt denn betroffen? Also betroffen heißt beleidigt oder angesprochen oder warum lässt du dir diese Rolle zuweisen? Also du könntest jetzt zu mir sagen, du bist Liberianer. Das wäre für mich genauso, wie wenn du mir sagst, du bist ein Türke. Kannst auch zu mir Kanake sagen, ist mir auch egal, weil ich empfinde das nicht. Also ich empfinde das, was du sagst in dem Moment nicht. Das beleidigt mich auch nicht. Und deswegen verstehe ich diese ganze Aufregung nicht. Ich habe doch mal so eine Türkin gedatet und die hat zu mir gesagt, du bist der allergrößte Kanake. Ja, so what? Weil das ist ja ein Verhalten eigentlich. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich schlauer, wenn ich nicht durch den Wedding renne und sage, hey Kanaken, alles gut? Ne? Wahrscheinlich darf man es auch schon nicht mehr sagen, ne? Das K-Wort dann. Ne? Ja, wobei getürkt zum Beispiel darf man sagen, haben wir gestern festgestellt. Ne? Ja, ist getürkt. Das ist Gesinnungs, das ist, aber ich finde, das ist Gesinnungslobbyismus. Aber tut dir das weh? Das ist ja, wie wenn man sagen würde, also zum Beispiel in Australien gibt es die amerikanische Cockroach und die German Cockroach. Und die amerikanischen Cockroaches können fliegen. Du machst das Fenster auf, kommt so eine dicke Cockroach, so, die kommen so, die fliegen so schwingend. Und die Deutschen können nicht fliegen. Die German Cockroaches. Ist auch. Mir hat das auch ein bisschen wehgetan. Deswegen habe ich gesagt, du bist am Ende bist du ein Volk von 82 Millionen Beleidigten. Und deswegen muss man, glaube ich, da gelassener sein in Zukunft. Ich habe vor allen Dingen den Eindruck, dass die Unterteilung, ne, der Divide irgendwie ja viel stärker wird, ne? Also eigentlich sollen wir ja alle irgendwie, ne, zusammen sein und, ne, und wir sind, gibt keine Rassen und wir sind ein Volk und lalala. Andererseits unterscheidest du ja ständig, ne? Und guckst genau, welche Hautfarbe da irgendjemand hat und so weiter. Ja, und verstehst absichtlich falsch. Also du weißt, ich meine, wir beide wissen doch, Thomas Gottschalk ist kein Rassist. Ja, Moment mal, das weiß ich nicht. Das, also, was er sagt, ist rassistisch, aber er ist kein Rassist. Also du kannst,
Wie geht das? Bist du nicht ein Rassist in dem Moment, wo du was Rassistisches sagst? Nee. Ich glaube, es kommt halt drauf an. Also für mich ist es so, wenn jemand etwas mit einer beleidigenden Absicht sagt, dann kommt es gar nicht auf die Terminologie an, sondern dass er mich beleidigen will, reicht schon. Und da kann er zu mir auch sagen, du Wichser oder du kleine Nutte oder keine Ahnung. Aber wenn er es sagt mit einer Absicht oder wenn er es vielleicht ohne Absicht sagt und sich nicht dessen bewusst ist, dass es beleidigend wirken kann, dann kann man ihm sagen, ey, pass auf, du, da gibt's dieses Wort, benutzt das nicht, dann macht er das auch nicht. Und wenn man dieser Runde da gesagt hätte, mach das nicht, dann hätten die das auch nicht gemacht. Bist du denn jemand, wenn man dir sagt, hey, sag das Wort nicht, das mittlerweile beleidigt jemanden? Mittlerweile ja. Es gab Zeiten, wo ich das nicht gemacht habe. Ja, na, ich verstehe aber auch warum, denn du bist ja auch angetreten als jemand, der sich eben nichts vorschreiben lassen will und der sagt, ne, das ist deine Haltung gewesen einfach. Ich mach das anders und ich lasse mich nicht in solche Systeme pressen und ich bin ja auch so. Und wir stellen jetzt fest, dass wir gewisse Dinge eben doch ändern müssen. Ne? Also, ja. Die Zeit ist auch vorbei. Also es war ja eine andere Zeit, in der wir das gemacht haben, weil wir da über Grenzen gehen wollten. Und diese Grenzen sind schon längst überschritten. Wir müssen da nicht mehr drüber. Das machen jetzt Kristall und andere, die das irgendwie 10 Jahre später zu einem Markenzeichen gemacht haben, obwohl sie nicht merken, dass das nicht mehr lustig ist. Ja, aber die machen das auch so scheinbar. Ne? Das ist ja nicht wirklich, die gehen ja nicht wirklich an irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass sie eine intelligente Ambition haben. Woher soll die denn auch kommen? Gut, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn jemand halt auf die Bühne kommt und sagt, wir fackeln hier heute die Bude ab, heute ist Kristallnacht, dann ist das einfach ein... Das haben die gemacht? Ja, das sagt er ganz am Anfang seines Programmes oder des letzten Programmes. Finde ich irgendwie nicht mehr lustig. Da würde ich auch sagen, ey, doofer Joke, lass das, warum machst du das? Ja, sehe ich auch so. Es gibt ja eben auch ein paar Sachen, das darf man auch nicht unterschlagen, die sich ändern und es nervt einen manchmal. Ne? Jetzt darf ich irgendwie nicht mehr Fotze zu Frauen sagen. Ja, was? Let's los, Alter. Ja, jetzt darf ich Weihnachten nicht mehr Fotze zu Mama sagen. Und klar, das ist eine Änderung und du musst dich daran gewöhnen und so weiter. Aber vor nicht zu langer Zeit mussten Frauen ihren Mann fragen, ob sie einen Job annehmen dürfen, weißt du? Mhm. Oder wenn die verreisen, dann mussten die einen Zettel dabei haben vom Mann, der das erlaubt, weißt du? Also irgendwie, das war in den 50ern. Mhm. Und das kommt uns heute absurd vor. Und bestimmt war das damals auch so, dass sich Leute geärgert haben, wieso sollen die denn jetzt auch wählen? Wieso, was jetzt, wie die dürfen jetzt auch aufrecht gehen oder so, ja? Mhm. Genauso passieren jetzt Dinge, die wir vielleicht lächerlich finden oder zu detailliert oder so, oder die uns erstmal doof vorkommen oder uns einfach nerven, weil sie uns aus so einer Gewohnheit rausholen, wo wir aber in ein paar Jahren merken, ja, das war absolut notwendig. Ja, und die zu unterscheiden von den blödsinnigen Sachen, die nur Lobbyarbeit sind, wie du das mal ganz richtig genannt hast, die nur Gesinnungslobbyismus. Genau, dass nur eine Gruppe versucht, was mehr für sich rauszuholen. Die zu unterscheiden, ist das Schwierige, glaube ich. Ja, weil es gibt da nämlich auch graduelle Unterschiede. Wenn du mal diesen Skandal siehst um diesen Bayern 3 Moderator, ne? Ja. Der beleidigt eine Boyband in einem irgendwie klaren satirischen Zusammenhang. Die Fans der Boyband initiieren einen Shitstorm und es wird sofort gemischt mit einer politischen Haltung, anti-asiatisch. Ja. Dadurch, dass der Sender natürlich das auch noch sofort eingesteht und sich entschuldigt, weil die immer sofort Angst kriegen, beflügelt der Sender diese Diskussion und die Leute fühlen sich auf der richtigen Seite. Jetzt kannst du das natürlich historisch aufarbeiten und sagen, warum wollen Leute nicht, dass man das N-Wort sagt? Weil es eine Geschichte der Sklaverei gibt. Und weil diese Menschen in dem Moment, wo sie so genannt werden, wie es zu Zeiten war, in denen es Sklaverei gab, eine unsägliche Geschichte ist. Ich weiß aber nicht, ob es eine Geschichte der koreanischen Boybands gibt. Und das zu vergleichen ist mit Sklaverei. Du kennst die große Tradition der koreanischen Boyband. Genau. Ja, also und ob sich dann, das ist doch schon allein alle wieder Asian Hate, Alter. Und ob Fans einer koreanischen Boyband sich überhaupt diskriminiert fühlen können. Da geht es wirklich darum zu unterscheiden, finde ich, auch zwischen historischen Kontexten. Und da würde ich dir recht geben, man muss dann auch seinen Sprachgebrauch überprüfen. Und das ist ja kein Schaden. Ne? Ich habe ja leider ja keinen Mangel dadurch, dass ich nicht mehr irgendwelche Wörter sage, die zu meiner Gewohnheit gehören, sondern ich erweitere meinen... Was ist, Matze? Ich muss ganz kurz ein bisschen weiter nach rechts. Ich muss ein bisschen nach rechts. Sondern ich erweitere meinen und den Horizont meiner Zuhörer, Zuschauer. Was ich viel schlimmer finde, was du eben gesagt hast, ist die Reaktion der Sender. Ich meine, Sender wissen ja, wen sie da arbeiten lassen. Und so ein Typ wie dieser Moderator, der war ja bekannt dafür, dass der in diesem Stil redet und agiert. Und dann einzuknicken, wenn plötzlich ein Gegenwind kommt und nicht zu sagen, ey, informiert euch bitte und wenn ihr es verstanden habt, dann reden wir nochmal drüber, das finde ich ein bisschen lame.
Ja, das ist natürlich, Sender wollen am Schluss viele Leute erreichen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind sowieso so ein bisschen unsicher, ob sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. Ja, ne? Ja. Und die wollen halt jeden Ärger vermeiden. Ja. Und das ist, kann man verstehen, muss man nicht. Aber es ist immer das Gleiche, dass die halt, sobald sie so ein bisschen auf Twitter etwas, was sie, eine Plattform, die sie vor ein paar Monaten noch gar nicht kannten, wenn sie da merken, da kriegen sie ein bisschen Gegenwind, dann knicken die immer sofort ja. ein. Immer kommt die große Entschuldigung. Das war ja da so, dass es gibt ja seit Corona vor allen Dingen in Amerika so ein Anti-Asiatismus, wenn man das nennen will, ja? weil das Virus eben aus Wuhan, China kommt und den gibt es ja tatsächlich und jetzt kommt das aber eben auch daher. Ne? Das ist einfach ein Punkt. Und es wurde tatsächlich nicht nur, der Trump war nicht der Erste, der das China-Virus genannt hat. Ne? Andererseits gibt es tatsächlich in Amerika wirklich eine messbare Erhöhung der Gewalt gegen Asiaten. Ich glaube, da ist es auch schon länger ein Thema. Ne? Mit schon seit Pearl Harbor und so, ne? Wo die Japaner dann eingestellt, interniert haben, die da gelebt haben in Amerika und so weiter. Aber ja, jetzt war kürzlich bei irgendeiner Show habe ich das gesehen mit Trevor Noah. Da ist es gab einen Amoklauf, da ist ein Typ in so Massagesalons und der hat 8 Leute umgebracht. 6 Asiaten, glaube ich. 2 Weiße auch, by the way. Mhm. Und der sagt auch, der hat ausdrücklich selbst gesagt, das ging nicht gegen Asiaten, es ging um seine Sexsucht oder so. Jetzt sagt Trevor Noah, es ist scheißegal, was du sagst, du bist ein Mörder und deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Es waren 6 Asiaten. Die Weißen erwähnt er auch gar nicht weiter. Das ist auch bezeichnend. Und man darf jetzt gewisse Sachen nicht mehr sagen. Mhm. Und ich, ja, das ist schwierig, weil es ist ja ein Fakt, dass das Virus aus China kommt und dass China mit seiner Informationspolitik, nämlich alles unter Teppich erstmal zu kehren, dafür gesorgt hat, dass es sich so verbreiten konnte. Mhm. Zumindest konnte es das schneller. Man hätte früher irgendwas machen können dagegen, ne? Wenn die Chinesen nicht so eine Politik gefahren hätten. Und da kann man sauer sein natürlich auf China als Land, das können die Menschen nichts dafür, sondern die Regierung. Aber das muss man ja aussprechen können. Und man kann ja nicht bei allem immer sagen, das ist ein ähnliches Thema, haben wir ja auch. Wir sind ja eigentlich im Lockdown, um die Triage zu vermeiden, also die Überforderung des Gesundheitssystems und der Krankenhäuser. Wer liegt denn auf den Intensivstationen? Mhm. Ne? Und da stellen wir fest, anscheinend, dass es, was wenn man dem Chef des RKI glauben darf, dass das hauptsächlich Migranten sind. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, 50%, 70%, 90%, ich war nicht da. Mhm. Zum Glück. Und daraus würde sich eine Diskussion ergeben. Mhm. Ne? Die Diskussion, schützen wir die richtig? Ne? Haben wir in mehreren Sprachen irgendwie uns an die gewandt? Müssen wir das? Ich meine, hat nicht jeder auf der verschissenen ganzen Welt mitbekommen, dass wir hier eine Pandemie haben? Ja, also müssen wir jetzt nochmal irgendwo hingehen auf Arabisch sagen, trag eine Maske und wasch dir die Hände. Mhm. Haben wir vielleicht da auch die Diskussion, dass die sich gar nicht als Teil dieses Landes sehen und diese Regeln hier ernst nehmen? Ne? Mhm. Wir sind hier im Prenzlauer Berg. Da hinten ist der Wedding. An Silvester hast du hier die Frauen und die Eltern mit den Kindern gesehen mit Kerzen und so, weil an Silvester sollte nicht geböllert werden, um die Krankenhäuser zu entlasten, ne? Um Böllerverletzte und so weiter auszuschließen. Da hinten ist der Wedding und da wurde geböllert wie Sau. Mhm. Wo man das Gefühl hat, ist denen egal. Mhm. Sie fühlen sich nicht als Teil dieses Landes. Eure Regeln sind uns egal, fickt euch. Ne? Mhm. Und das war ein großer erhobener Finger in Form von Feuerwerkskörpern hier rüber, ne? Wenn die hier so mit Wunderkerzen standen. Aber diese Diskussion soll vermieden werden, das wird tabuisiert, ne? Und dadurch auch nicht gelöst. Und dadurch spielt sich das so im Untergrund ab. Ne? Mhm. Bei Leuten, die sagen, ja, weißt du, wer da eigentlich liegt? Weil im Grunde wäre es ja so, wenn 5%, ne, also so viele Muslime haben wir, glaube ich, zum Beispiel, wenn 5% im Übermaß die Intensivstationen belegen, muss man darüber reden können eigentlich. Ne? Weil 100% müssen ja zu Hause bleiben deswegen. Mhm. Aber ist nicht erlaubt. Und genauso ist es mit Asian Hate. Ne? Du darfst jetzt nicht mehr sagen, China Virus, weil es daherkommt, weil die Sachen wurden ja immer so genannt, spanische Grippe. Ja, gut, das sind, finde ich, jetzt ganz viele Themen auf einmal, wenn ich darauf eingehen darf. Ich habe mich ein bisschen verfranst. Also erstmal empfinde ich das als eine sehr unfreie Diskussion, weil durch die Polemisierung jeglicher Position man eigentlich nicht mehr das Recht hat, feindlich zu sein.
ich darf ja auch asiatenfeindlich sein. Das ist ja auch mein gutes Recht, wenn ich das möchte und wenn ich dazu stehe. Oder sagen wir, du darfst sie unsympathisch finden. Ich kann auch profan, Rassismus wäre, ich kann auch alle profan Asiaten Vorbehalte zusammen gegen irgendjemanden haben. Das darf aber auch hinterfragt werden und das kann auch argumentativ widerlegt werden. Und da wird die Diskussion unfrei, weil ich finde, dass eben oft in dieser Diskussion Dinge instrumentalisiert werden, um eine Position zu behaupten, die man für richtig hält. Es gibt aber kein richtig und falsch, weil es auch keine übergeordneten Begriffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt. Das ist ja auch schon wieder rassistisch. Ja, aber Menschenfeindlichkeit, darauf haben wir uns, glaube ich, geeinigt, so, als Gesellschaft finden wir falsch, oder? Nein, ich bin ein ausgesprochener Misanthrop. Mir ist das nur egal, woher derjenige kommt. Ja, aber wie weit geht deine Menschenfeindlichkeit? Dass du Menschen in Lager sperren und umbringen willst, die du nicht magst? Nee, nein. Sie mündet nicht in Aktionismus. Aber unabhängig davon, welches Geschlecht, welche Herkunft, welche Hautfarbe jemand hat, erlaube ich mir, ihn zu hassen. Aber wenn er mir nicht passt oder wenn er etwas tut, was mir nicht passt. Aber wenn du das jetzt äußerst, kann das... Und das ist Antirassismus. Aber das kann ja auch aktionelle Menschenfeindlichkeit inspirieren. Ja, das stimmt. Ich kann mich ja auf dich berufen vor meinem Amoklauf, ne? Und wenn das ist ja vielleicht etwas, was du auch nicht willst, ne? Ja, genau. Da war ich aber noch nicht. Also natürlich habe ich eine Verantwortung für das, was ich äußere in der Öffentlichkeit, und gleichzeitig habe ich aber auch eine Verantwortung mir gegenüber, mich zu repräsentieren, so ehrlich wie ich bin. Und das ist ja sozusagen der Beginn eines Diskurses über richtig und falsch. Ja. Kann man so miteinander umgehen, ohne dass es Folgen hat? Der ist natürlich schon abgewürgt, ne? Da kommst du gar nicht genau, an. Weil mit dir spricht man nämlich nicht, wenn du menschenfeindlich bist. Genau, weil das neuralgisch ist. Aber jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, den ich eben sagen wollte. Das alles stört mich nicht. Das ist mir egal. Und da bin ich frei genug zu sagen, lass mich Kanacke sein. Wenn jemand mich so nennt, tut mir das nicht weh. Wenn er damit allerdings etwas Böses meint, dann muss er noch nicht mal Kanacke sein, damit ich mich angesprochen fühle. Viel schlimmer finde ich die Verlogenheit derjenigen, die sich in dieser Diskussion an die Spitze stellen und den Moralapostel spielen. Ja. So, und da gibt es ein paar Beispiele, die habe ich dir auch mal bei unserem letzten Telefonat genannt. Es gibt zum Beispiel einen bekannten Comedian, der hat mal ein Stand-up gespielt, da hat er gesagt, ich fick jetzt übrigens Zigeunerinnen. Ach, das Z-Wort kann man ja nicht mehr sagen. Dieser Dicke, ne? Genau. Mhm. Immer wenn wir im Bett sind und sie mich anfasst, no habe ich das Gefühl, sie tastet mich nach Wertsachen ab. Originalzitat ist zwar in der Zeit gesagt, vor 2-3 Jahren, wir alle haben unsere Leichen im Keller, aber jetzt kommt's. Dann würde ich auch die Schnauze halten und nicht Bücher schreiben über Leute, die angeblich antisemitisch sind. Oder ich würde mich auch nicht an Diskussionen beteiligen, um einen Maßstab zu fordern. Weil selber hat man diesen Maßstab schon oft genug unterschritten. Gibt andere Beispiele. Und jetzt lass mich noch kurz das zu Ende sagen. Ja, absolut. Gibt andere Beispiele, wo ich halt immer wieder sage, das ist so verlogen, dass gerade die Leute, die selbst in diesen Kategorien gedacht haben und immer noch denken, von anderen fordern, dass sie ihre Richtlinien und Ansprüche erfüllen, bevor sie sie selbst nicht erfüllt haben. Zweites Beispiel, über meinen Shitstorm wurde diskutiert und immer schwang dabei so mit, ein Kerl, Macho. Manche und das wieder. Ist eigentlich ein Rückgriff auf meine Herkunft. Also es führt ganz schnurstracks in Richtung, ein türkischer Macho, der sich erlaubt, über Frauen in dieser Art und Weise zu reden. Wäre ich aber eine schwarze, lesbische Frau gewesen, die das gemacht hätte, hätten alle gesagt, das ist ein Akt von Selbstbefreiung. Die darf Nazi sein. Die darf doch Nazi sein, die befreit sich davon, ein Opfer zu sein und darf endlich mal Täter sein. Und ich bin aber in dem Moment sofort Türke in die Schranken gewiesen, halt die Schnauze, du darfst es nicht. Und sich dessen zu bedienen, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, als der Shitstorm war, finde ich billig. Also wenn ich das getan hätte und gesagt hätte, ich will mich diskriminieren, ich darf als Türke noch nicht mal rassistische Begriffe äußern, ohne gleich in die Ecke gewiesen zu werden, das wäre billig. Und deswegen, ich nehme diese Dinge an, ich versuche sie zu verarbeiten, ich versuche sie zu verstehen, aber ich nehme sie nicht immer so ernst, wie sie ernst genommen werden wollen, weil da eben sehr viel soziale Selbstdarstellung auch drin steckt und dass Leute sind, die schlicht und einfach Langeweile haben. Das waren jetzt auch eine Menge Sachen. Sorry, ja. Nee, überhaupt nicht, das ist ja super eigentlich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Schwarze auch straffrei Nazis sein dürfen. Aber mir fiel dieser Gag ein, den dieser dicke Comedian gemacht hat, der ist ja, soweit ich weiß, ein Jude. Und der sagt also zu der Z-Frau, zu der Romi-Roma, zu der Roma-Frau oder Sinti-Frau, sie tastet mich nach Wertsachen ab. Und da weiß ich gar nicht genau, ist das jetzt Antiziganismus oder ist das nicht sogar selbst antisemitisch von ihm? Denn das
Juden und Wertsachen ist ja auch so ein auch ein kann man hinterfragen, ein antisemitisches muss man nicht. Bild, das da gezeigt wird. Aber ich gebe dir noch ein anderes Beispiel von einem anderen Comedian. Deswegen ist er sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil er die Dinge, mit denen er hantiert, meiner Meinung nach gar nicht drauf hat. Und jetzt weht der Wind eben aus einer anderen Ecke und dann wird sich da dahingestellt. Ne? Also ja, aber da haben wir eben das. Da wollte ich ja ganz kurz zustimmen. Ja, bitte. Es gibt ja auch so einen. Es gibt einen Comedian, der ist. Ich weiß gar nicht. Also der ist farbig. Ne? Der ist nicht richtig schwarz, aber ja. Ich will mich jetzt hier auch nicht schon ins nächste Fettnäpfchen setzen. Aber der war immer erfolglos, der war immer langweilig, der war immer unlustig. Das ist er jetzt auch noch. Aber jetzt wird die ganze Zeit getwittert. Jetzt hat er halt erkannt, so, oh mein Gott, ich habe ja krause Haare. Ich bin ein bisschen dunkler. Wow, jetzt kann ich ja hier, jetzt kann ich ja mal gegen diesen ganzen ganzen Rassismus, der mir nie begegnet ist, den kann ich ja jetzt quasi mir auf meine Fahne schreiben. Und sofort ist die ganze Black Community hinter ihm. Und die ganze Community, die gerne zu der Black Community dazugehören möchte oder als Supporter wahrgenommen werden möchte. Und jetzt ist er dieser geile Social Justice Comedian, ne, der den Finger in die Wunde legt. Und das ist so, die Leute erkennen dann auf einmal so ein Thema, ne? So, ey Mann, weißt du was? Die Uroma meiner Tante, die war Sinti. Eigentlich bin ich von Antiziganismus betroffen. Nee, das wäre nicht schlimm, wenn er es sagen würde. Das Schlimme ist, dass derjenige, der es sagt, vergessen hat, was er sonst noch gesagt hat, gerade bei dem Thema. Ja, ja. Dieser Künstler, den du da ansprichst, hat ein Stand-up gemacht vor ein paar Jahren. Da sagt er, was bedeutet ADHS? Asoziale Dresdner hassen Südländer. Das ist hochgradig ossifeindlich, könnte man auch sagen. Das ist menschenverachtend. Oder Leute wie Kolumnistinnen auf Twitter, Leute, die Kolumnisten auf Twitter sind und sonst sich Journalist schimpfen, sind Autoren in menschenverachtenden Sendungen. Ja, wo Leute in ein Dschungelcamp gesperrt werden, weil sie Alkoholiker sind und Geldnot haben und in der Öffentlichkeit blamiert werden. Ja? Nee, gedemütigt auf das Widerlichste. Und diese Doppelmoral. Man würde sonst sagen eigentlich, dass jemand in den Selbstmord getrieben wird. Überleg mal, du bist Autor beim Dschungelcamp. Da sind Leute, ja, die sind halb verhungert. Ja. Ja, die haben ihre Suchtmittel nicht. Die sind akut auf Entzug. Die werden da abgefilmt in einer menschenverachtenden Position. Die wissen nicht, wie spät es ist und so weiter. Okay, das ist vielleicht teilweise. Die müssen teilweise in eine Latrine kacken. Genau. Die werden gefilmt bei und jeder Gelegenheit. Die machen das ja nicht freiwillig. Die machen das, weil die Geldnot haben. Und jetzt bist du Autor, guckst dir 24 Stunden von diesem Material an, schneidest dir das raus, wie du es brauchst und machst, ohne dass du Gegenrede fürchten musst, weil die können das ja nicht sehen, was du machst. Mhm. Ne? Du bist ja nicht so anständig und forderst die offen heraus. Im Grunde hast du da gefesselte Leute und erschießt die. Ne? Und sagst dann, ich hab gegen alle gewonnen. Ja, und dann ist die Messlatte auf der einen Seite so hoch. Und dann sagen alle, das ist aber ein großartiger Comedian. Genau. Und in Wirklichkeit ist das ein menschenverachtender, menschenfeindliche Arbeit. Und der setzt sich dann mal irgendwo hin und denkt, er wäre total geil und macht einen auf Social Justice Warrior und schreibt kolumnenlange Twitter-Beiträge, wenn mal irgendwo auf einer Bühne jemand sich vielleicht im Eifer des Gefechts in der Wortwahl vergreift. Ja, das geht ja noch weiter. Also wir könnten jetzt zahlreiche Beispiele nennen, bis hin zu Sätzen, die in der ZDF-Mediathek noch zu finden sind. Möchte ich gar nicht wiederholen, weil das so Kollegen-Bashing ist. Ich würde es sogar eher entlasten. Was einfach auch nicht unsere Art ist. Nee, ich würde es eher entlasten. Ich würde sagen, wenn der Kontext, in dem das gesagt wird, klar definierbar ist. Und jeder öffentliche Kontext ist klar definiert. Ob es ein Podcast ist oder ob es ein Theaterstück ist, okay. Wenn es aber in einer realen Situation ist, ja, auf der Straße oder sonst wo, wenn es Prosa ist, ja, dann wird das mit der Ironie schwierig. Und die Leute, und das ist das, was mich am meisten ärgert, die sich darüber aufregen, dass in klar definierten Kontexten eine Terminologie verwendet wird, die wir seit Jahren als Comedians, als Kabarettisten, als Satiriker verwendet haben und jetzt plötzlich mit zweierlei Maß messen, übrigens anderes Beispiel, die bei Witzen über Erdogan sagen, ey, stellt euch nicht mal an hier, das ist, bei uns ist Demokratie, wir können einen Präsidenten Ziegenficker nennen. Oder hier, Charlie Hebdo, was haben die Muslime denn so ein Problem? Ja, bei uns ist Karikatur, gehört zur Kultur. Die sind dann die gleichen, die, wenn es sie betrifft und ihren Social Minimal Circle, ja, die dann aufschreien und sagen, nee, pass mal auf, du sagst das nicht mehr, weil ich fühle mich davon angegriffen. Und da muss man sagen, entweder wir messen mit gleichem Maß, ja, dann muss der Kontext definiert bleiben und dann ist es erlaubt. Oder wir messen mit zweierlei Maß, dann müsst ihr in Kauf nehmen, dass wir das nicht ernst nehmen. Aber da haben wir ja so ein bisschen das Bild, dass immer eigentlich verschiedene, in der Juristerei heißt das so, glaube ich, Rechtsgüter gegeneinander abgewogen werden müssen. Ne? Zum Beispiel
du hast jemanden umgebracht, dürfen wir jetzt dann von dir irgendwelche Bilder veröffentlichen? Ne? Also ist deine Intimsphäre, deine Privatsphäre, das Rechtsgut, müssen wir abwägen gegen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Ne? Und dann in dem Fall würde man wahrscheinlich sagen, ist ein Mörder, ne? Da hat die ne? Und so. Und bei Charlie Hebdo haben wir die Kunstfreiheit, ne? Die abgewogen werden muss gegen die Religionsfreiheit und das, ich glaube, das heißt Beleidigung religiöser Überzeugungen oder irgend sowas, ne? Die Muslime sagen eben ganz klar, nee, der Typ, die dürfen das nicht, die rennen da rein mit der AK-47 und räuchern das aus und die schaffen Fakten, ne? Die sagen einfach, unsere Religion beleidigt keiner und den Propheten bildest du hier nicht ab. Ne? Ja, da ist ja das. Was Bild. Wir ja beide auch hohl finden, wo wir ich auch finde, sagen. Allgemein gehört die Religionsfreiheit, die immer so hoch gepriesen wird, gehört in ihre Schranken gewiesen, weil das ist das niedrigste Recht, meiner Meinung nach, Rechtsgut, das geschützt werden muss. Ja, weil es eine private Angelegenheit ist. Es ist eine private Angelegenheit und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Kunstfreiheit ist viel höher zu bewerten. Deswegen die sind muss wir dann ja aber da einer Meinung. Die ne? muss dann aber auch geschützt werden. Ja, sind genau, wir einer Meinung, genau, klar. Ja. Da besonders sind wir einer Meinung. Die muss dann aber auch geschützt werden. Das heißt, bei Charlie Hebdo hätten eigentlich schon längst Leute draußen stehen müssen, die schützen. Oder aber, ja, man hätte das irgendwie anders klar machen müssen. Das ist ja das Krasse, was passiert ist, ist ja, die haben ja dann, da hat ja jemand, ein Lehrer in Paris, hat ja darüber unterrichtet und hat dann auch diese Charlie Hebdo-Cover gezeigt und daraufhin hat ein Schüler ihn geköpft. Mhm. Geköpft auf der Straße. Echt so ein Street-Beheading, ne? Mhm. Aber so ein dirty Street-Beheading, ja? Street-Beheading. Hört sich an wie Streetball. Na, aber darf ich noch mal einen, aber darf ich ganz kurz zu Ende bringen? Ich wollte noch einen wichtigen Einschub machen, aber bitte, gleich. Sofort. Sonst verliere ich die Gedanken. Die Rechtsgüter, ne? Die Höflichkeit dir gegenüber muss jetzt zurückstehen hinter meinem Faden, den ich sonst verliere. also der hat ihn dann geköpft und dagegen gab es aber keine Proteste von zum Beispiel Muslimen, die sagen, hey, das hat der gemacht, aber wir anderen sind anders. Daraufhin hat doch dann Macron, dass die Cover auf große Flächen projizieren lassen, auf Plakate und so weiter, um zu zeigen, hey, in Deutschland haben wir Kunstfreiheit und hier, seht her, boom, das sind alles Sachen, die ihr nicht sehen wollt und die hängen hier und das müsst ihr aushalten. Mhm. Und dann gab es Demonstrationen der Muslime gegen diese Plakate. Auch hier in Berlin am Hermannplatz und so in Neukölln, da gab es Demonstrationen gegen die Plakate und spinnt Macron und Macron muss weg und hier und so weiter und so fort. Aber vorher, als ein Glaubensbruder, ne, wenn es auch ein extremistischer war, einen Lehrer geköpft hat auf der Straße, da gab es nichts. Das fand ich irgendwie auch gruselig, muss ich sagen. Ja. Ne, also es wird sich immer nach wie vor ja auch mehr aufgeregt über die Charlie Hebdo-Cover als über die Morde, die daraufhin passiert sind. Ne? Ja. Ja, ich wollte einen Einschub machen. Sammel dich. Na, ich sammel mich, weil ich nicht zu lange labern will. Wir haben hier endlos Zeit. Hier kann uns kein Sender mehr. Wir sind jetzt hier angekommen, wo uns kein Sender mehr was abdrehen kann. Cool. Ja, trotzdem werden wir gesehen und gehört. Das ist ja immer noch eine Ehre für uns. Ist es tatsächlich, oder? Ich denke, ja. Und du kannst es heutzutage alles selbst machen. Ja, ja. Auch du machst es ja selbst. Willst du den Einschub noch machen, oder? Ich will den Einschub machen, weil der was damit zu tun hat. Leg los. Also, das Erste, was ich glaube, ist, dass wir es uns auch nicht zu leicht machen dürfen. Also wir können nicht alles zur Kunst erklären und dann freischießen. Ne, das ist auch zu leicht und so eine Diskussionsrunde wie im WDR, die ja nicht jetzt ausgesprochen Kunst ist, die darf man hinterfragen. Ich finde, da ist aber die Argumentation eine andere als bei der, die ich eben gesagt habe. Da wird es dann wieder zum Rassismus, wenn du sagst, da muss jemand sitzen, der darüber sprechen darf. Grundsätzlich darf jeder über alles sprechen, unabhängig von Rasse, Herkunft, sexueller Präferenz etc. Dann ist es eine antirassistische Gesellschaft. Das andere ist diese Kunstfrage. Ich finde schon, ein Podcast ist so im Grenzbereich zur Kunst. Wir sind jetzt nicht mehr so, wie wir gestern beim Frühstückstisch waren. Ne? Das merkst du in deinem Gefühl, das merke ich. Und dann ist es schon wieder ein Kontext, den man beachten muss. Das dritte und letzte, bevor ich dann durch bin, ist, dass manche Debatten, also neben der Verlogenheit... Fühl dich gar nicht so gehetzt, du kannst dich hier in aller Breite... Ich will halt jetzt auch nicht monologisieren, also egal. Dass manche Debatten neben der
sagen wir mal, diesem Gesinnungslobbyismus, den ich meinte, und der Verlogenheit, die damit verbunden ist. Also ich könnte dir jetzt 20 Beispiele von Leuten nennen, die sich alle vehement beteiligt haben an den Diskussionen der letzten Wochen. Ich will alle 20 hören. Die Leichen im Keller haben, die könnten wir jetzt hier vortragen, die würden sofort einen Shitstorm kriegen. Lass uns, es zu billig, das ist deren Masche, nicht unsere. Wir stehen darüber. Also so, dann kommt noch ein letztes Ding. Und wir, da können wir sind Shitstorm-Trooper. Genau, genau, so wie mein Twitter-Untertitel. Dann kommt die, die du ja von mir geklaut hast. Und dann können das war nämlich meiner. Ehrlich? Wirklich? Ja. Oh cool, nee, das war parallel. Ich wusste wirklich nicht, dass du das auch hattest. Ich hatte jahrelang Shitstorm-Trooper. Geil, ja. Geil. Wir sind halt beide Star-Wars-Fans. So, jetzt kommt dazu, und das ist ein Punkt, an dem können wir uns echt Gedanken machen. Nehmen wir mal Black Lives Matters. Bestimmte Diskussionen schwappen ja zu uns rüber. Und dann reden wir eigentlich über Phantome. Also ich stelle mal ganz unverhohlen die Frage, gibt es das Problem, dass es in Amerika gibt und was dazu geführt hat, dass hier große Demonstrationen waren, Black Lives Matter. Gibt es dieses Problem wirklich so in Deutschland? Meine Erfahrung ist, ich lebe hier auch als Ausländer, in Anführungsstrichen, seit Beginn meines Lebens, und ich habe das noch nie so extrem erfahren. Ich habe andere Dinge erfahren, über die nicht gesprochen wird, zum Beispiel, dass hier in Kreuzberg und in Neukölln Türken extrem ausländerfeindlich sind. Ja, also es gibt auch einen Faschismus, einen Rassismus unter hier lebenden Migranten, ja, natürlich, gegenüber Flüchtlingen. Die hier sind, wollen dann als nächstes im nächsten Schritt die Sozialleistungen nicht mehr teilen mit den Nächsten, die kommen. Ja, und ne? Das ist das, was mich ärgert. Wir adaptieren lieber eine Diskussion, die mit uns vielleicht nichts zu tun hat, als dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, die für uns viel wichtiger sein sollten. Und es endet und mündet am Ende darin, dass es zu so einer Art Empörungstourismus wird. Also zum Beispiel Chemnitz vor 2 Jahren. Ja. Was ist da nicht alles gemacht worden? Konzerte gegeben, Campino hat Interviews gegeben, wir sind mehr, alle haben Videos gedreht, sich in Facebook dran gemacht. Und heute? Gibt es in Chemnitz keine Nazis mehr? Gibt es in Deutschland keinen Rechtsradikalismus mehr? Was in Chemnitz passiert war an dem Tag, war ja, dass ein Flüchtling, ich glaube, einen anderen Flüchtling ermordet hat. Ne? Mhm. Also das ist passiert. Da hat ja nicht ein Nazi einen Flüchtling ermordet. Deswegen habe ich es ja Empörungstourismus genannt. Ja, und dann spielen aber, also im Grunde, wenn dann spielen abends die Toten Hosen. Ne? Ja. Und da kommt die Karawane der Empörten. Nazis. Genau. Und das ist auch so ein bisschen dieses Charity-Ding dann. Ne? Es gehört, glaube ich, zum Image jeder Popband, jedes Künstlers oder jeder Künstlerin dazu, dass sie mindestens einmal in solchen Skandalen Scheiß-Nazis! Oder, ja, gesagt, und dann so ein Video macht, wo sie sagt, wir in Deutschland, wir lassen uns nicht vorschreiben. Und dann kommt so ein Clip, wo dann 1000 Promis immer denselben Spruch sagen und sagst, ihr Pisser, wo wart ihr, als irgendjemand auf der Straße irgendwo in Ostdeutschland ohne Kameras bedroht wurde, egal von wem, ob vom Islamisten oder vom Nazi? Jo, die können ja nicht überall sein, aber der Punkt ist einfach auch, wer lässt sich eigentlich davon abhalten, Nazi zu sein? ne? Campino hat gesagt, Nazis sind scheiße. Hier hast du meine Hakenkreuzflagge, ich höre auf mit dem Scheiß. Ich will nicht, dass der mich scheiße findet. Aber der Punkt ist doch eigentlich ein ganz anderer. Johnny Rotten oder Sid Vicious hat sich mal in einer SS-Uniform fotografieren lassen. Ja. Und warum? Weil es die letzte Provokation ist. Das ist das Letzte, mit dem du die Leute noch hinterm Ofen hervorlockst. Ne? Ja. Prince Harry, ne? Er war da auf irgendeiner Kostümparty an Halloween oder so und hatte da, ist als SS-Mann gegangen oder als Nazi halt gegangen. Gerade dass so viele dann die ganze Zeit immer schreien, Nazis sind scheiße, macht das ja auch nochmal interessant für viele, das zu sein. Ne? Also das ist ja dann wirklich, wenn du außerhalb der Gesellschaft stehen willst, dann ist das the way to go. Ne? Mhm. Und ich glaube aber nicht, dass jemand aus der Ecke dann zurückkommt, weil die Toten Hosen und Udo Lindenberg zusammen einen Song gegrölt haben, nachdem 2 Flüchtlinge sich gegenseitig abgestochen haben. Mhm. Ich weiß, da gab es auch eine Verfolgungsszene. Da hat irgend so ein dicker Nazi auf der Straße einen ausländisch gelesenen Menschen ein paar Schritte verfolgt. Ne, da hieß es, Nazis hetzen, Nazis machen Hetzjagd auf Ausländer durch die Straßen von Chemnitz. Ja, und dann hast du das Video gesehen und es war halt einfach wirklich nicht ganz so dramatisch, wie das dargestellt wurde. Ja, ja. Ich will es weder übertreiben, noch möchte ich es untertreiben. Kann ja sein, dass es so ist. Ja, ne? Der Osten ist rechts. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich war mal an der Grenze zu Tschechien in der sächsischen Schweiz, Bad Schandau. Alter, da war ich an so einem Imbiss, schon ein deutscher Imbiss. Dann sage ich so, ja, ich hätte gerne, habe ich dir schon mal erzählt, ne? Ich hätte gerne hier ein Hähnchen mit Pommes. Und die so, Pommes haben wir nicht, nur deutsches Essen. Oh, echt? Ich so, ja, Kartoffelsalat. Wirklich, Alter. Selbst Hitler hat Pommes gegessen, weißt du? Nee, aber lass uns mal da dranbleiben. Ich finde das gerade total interessant. Wir haben ja Probleme in unserer Gesellschaft, wenn wir sie benennen müssten, die
quer durch alle Reihen gehen. Also es gibt das eine, was wir hier genannt haben in Berlin, dass auch Migranten sehr ausländerfeindlich sein können. Es gibt andere Probleme, die entstehen im Fluss der aktuellen Debatten auf Twitter und sonst wo. Und ich finde, also was mich ärgert und was wir ändern müssten, wäre, dass wir die Aufmerksamkeit, die wir bestimmten Dingen schenken, umleiten auf andere Dinge, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und die sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Zum Beispiel? Ja, also wenn wir jetzt wirklich Aufklärungsarbeit leisten wollten, sei es gegen Anti-Islam oder Anti-China oder Anti-wen auch immer, da musst du dich ja mit einer Sache auseinandersetzen. Und das geht nicht nur mit einem Hashtag auf Twitter und dann mit einer Woche, ich reg mich auf und nächste Woche habe ich es wieder vergessen, weil der nächste Hashtag kommt, sondern es geht mit einer wirklich dezidierten, differenzierten Haltung, die man haben muss. Und die haben die meisten Leute nicht. Die sonnen sich auch in diesem kurzen Moment der Öffentlichkeit, in dem sie etwas darstellen, was sie sein wollen. Die meisten wissen aber nicht, was sie wirklich sind. Du meinst Virtue Signaling, ne? Also ich signalisiere der Umwelt, was für ein geiler Mensch ich bin, was für ein guter Mensch ich bin. Es gehört zum guten Ton, da jetzt einzusteigen und zwar mit der Meinung, die alle haben. Genau. Ja, aber ich meine, was ist dann gegen eine Meinung zu haben? Ich bin gegen Nazis, ich bin dagegen, dass Leute auf dem Mittelmeer ertrinken. Man sagt das N-Wort nicht, man sagt das Z-Wort nicht, man sagt das ABC-Wort nicht, man sagt gar nichts. Das finde ich jetzt okay. Ich glaube, das Z-Wort stört viele da gar nicht, aber auch das, die wären ja blöd, wenn sie diese Lobby nicht mitnehmen. Nee, Moment, aber das Oberflächliche an dieser Z-Wort-Debatte ist, dass dann die Alternative, die gegeben wird, Sinti und Roma, ja auch wieder eine Diskriminierung ist, weil es gibt innerhalb dieser Völkergruppe ja 120 unterschiedliche Begriffe, die du dann immer nennen musst. Ja, also, und damit musst du dich dann auseinandersetzen. Ist Gypsies okay? Könnte man sagen, wäre jetzt nicht so verfänglich. Ich glaube nicht, ne? Aber ich meine nur, du musst dir dann Gedanken machen, was ist der jetzt eigentlich? Und das ist okay, aber dann mach es bitte auch. Und nimm nicht nur das Igeuner weg und sag Z-Wort und meine aber trotzdem das Gleiche. Verstehst du, was ich meine? Ja, das habe ich dir damals, als wir auf der Tour waren, habe ich das mit dir besprochen. Da gab es so eine Szene, wir hatten da ja so eine Diskussion auch über das N-Wort. Und da gab es so eine Szene, Letterman. Oh, Kram, Letterman, alles klar. Genau, ja. Letterman hatte Jay-Z zu Besuch. Mhm. Und da sagt Letterman das Gleiche, was du gesagt hast. Er sagt, ja gut, ich sage jetzt N-Wort, aber in meinem Kopf weiß ich ja, ne, und ich könnte ich ja genauso gut stattdessen auch sagen, es aussprechen und sagen, und dann stoppt ihn Jay-Z und sagt, don't say it. Don't make me hate you. Also du darfst das N-Wort da nicht mal im Zitat sagen. Mhm. Ne? Mhm. Du darfst da nicht mal sagen, ja, in dem Buch stand ja, oder der hat den so das genannt. Das ist aber auch richtig. So, ne? Ich finde ja. Das auch richtig. Und deswegen sage ich ja, aber andererseits, wir müssen unseren Sprachgebrauch ja auch überprüfen. Ich bin auch bereit dazu. Du hast es vorhin so angesprochen, es gab ja hier die Demos Black Lives Matter. Ne? Black Lives Matter. Und das war ja irgendwie auch toll, diese Solidarität zu sehen. Andererseits haben wir hier keine schwarzenfeindliche Polizei. Wir haben auch nicht eine Geschichte von 450 Jahren Sklaverei. Wir verwalten hier schon 12 Jahre Hitler, ne, und den Holocaust. Ja, jetzt wie wäre es, wenn wir jetzt nicht, ne, wenn das uns jetzt nicht auch noch reingedrückt wird? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Schwarze, die hier leben, in einem Bewusstsein leben, als wäre das hier auch ein Sklaventreiberstaat gewesen. Was er natürlich auch ein bisschen war. Wir haben auch 300.000 Leute umgebracht in Afrika bei irgendwelchen Sachen. Aber das ist auch sehr lange her. Das war jetzt ein Witz, aber es ist nicht mit 450 Jahre Sklaverei zu vergleichen, die aufarbeiten müssen und für das die noch lange brauchen werden in Amerika. Aber das haben wir hier so nicht. Weißt du übrigens, was das Gegenwort ist zum N-Wort? Mm-mm. Cracker. So werden die Weißen genannt, weil die Peitsche immer so crackt. Wir sind die Cracker. I hope them crackers, they see me. Ich bin da zwiegespalten. Also ich bin da zwiegespalten. Ganz kurz aus dem Off, ganz kurz. Du rutscht, also nur bildlich gesprochen, rutscht. Also ich rutsche immer weiter, ne? Ja, weiter. Also ich bin da zwiegespalten. Ich muss dazu sagen, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du in der Verantwortung eines anderen stehst. Also ich habe ja Radiosendungen in einem öffentlich-rechtlichen Radiosender und ich verstehe das und ich nehme das auch hin, wenn der Radiosender sagt, ey, das kann man so nicht bringen. Ne? Du vertrittst uns nach außen und deswegen pass bitte auch auf, was du sagst. Bin ich total einer Meinung und da lasse ich mich auch gerne in die Schranken weisen. Jetzt ist aber die Frage, wo fängt's an und wo hört's auf? Also ich habe zum Beispiel eine Sendung gehabt vor einiger Zeit, da haben wir über so Taxis, Pizzataxis gesprochen. Und dann habe ich gesagt, meistens arbeiten da Vietnamesen und die sprechen und sofort kam auf Twitter, das ist gar nicht. Du darfst ja nicht Asiaten so nachmachen. Ich darf aber sagen, Kollege, nichts verstehen. Ich darf aber sagen, Kollege, nichts verstehen, Döner, das ist mir freigegeben. Weil du Türke bist. Genau, ich darf mich über mich selbst lustig machen. Und ich sage das immer auf der Bühne.
Humor ist eben auch, wenn man aushält, dass andere sich einen über lustig machen, über einen ja, lustig ja, klar. machen. Aber nicht, wenn die eine marginalisierte Opfergruppe sind. Wer ist denn marginalisiert? Das ist ja schon wieder herablassen. Ich zum Beispiel? Nee, das finde ich, ja, du bist ja auch, ja, nein. Nee, ich, aber, ich bin gar nicht. Aber wenn zum Beispiel gesagt wird, du bist Türke, du bist Person of Color, ja, aber wenn dann zum Beispiel gesagt wird, nach unten darf man nicht treten. Wer hat denn da unten gesagt? Ja, wer ja. hat denn da unten ja. definiert? Der, ja. der sich für oben hält? Das ist schon wieder total asozial. Das, ja, das ist genau wie wenn du immer sagst, über Menschen mit wenig Geld, die werden sozial schwach. Und das ist ja nicht, wie die dargestellt werden wollen. Und vielleicht sind die sogar sozial gerade stark, weil die ja zusammenhalten müssen. Ja. Ja. Ne? Arme Menschen halten ja besser zusammen, weil sie es müssen. Vielleicht ist das, ist, ja, was ist dann diese oben und unten Definition überhaupt? Ja, ja, und wir können jetzt das auch weiterspinnen und irgendwann, wie gesagt, sind wir ein Volk von 82 Millionen Beleidigten. Wenn dann dicke, weiße Frauen mir sagen, ich habe nur das Recht, Witze über mich selbst zu machen und habe nicht die Freiheit, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei Schnauze zu sprechen und vielleicht, wenn ich mal einen Fehler mache, auch zu sagen, okay, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Und es geht direkt in so einen Grundsatzverdacht, der absichtlich verwechselt wird mit einer politischen Haltung, die ich nachweislich seit 35 Jahren nicht habe. Dann sage ich, sucht euch bitte einen anderen Idioten. Ja, ja. Ich bin mir dabei dir nicht mehr so sicher, ob du nicht so ein AfD-U-Boot bist. Ja, ne? Heil. Das zweite sage ich nicht. Heil Schittler. Warte mal, ist Heil nicht schon das zweite? Oh. Ekelhaft. Den Part werden wir jetzt rausnehmen. Ja, rausnehmen ja, und dann wieder viral gehen. Ekelhaft. Schön ist ja, was ich ja schön finde, ist ja, dass irgendwann es diejenigen trifft, die meinten, auf der sicheren Seite zu sein. Hat ja alle, die wir hier angesprochen haben, dann zeitversetzt auch getroffen. Ja, ja. Wo man dann mit einer gewissen Genugtuung denkt, okay, okay, ja. Nimm es einfach. Ja, wenn, ne? du, wenn du vor 30 Jahren nicht Full Consent bei irgendeinem Sex hattest oder irgendwas, ne, wenn das rauskommt. Ne? Ey, wir haben so viele Leichen im Keller. 30 Jahre zurück. Was ja. hast du da so getrieben mit den Frauen? Ich habe ein ganzes Krematorium im Keller. Du kannst Alter. Bei mir nicht zählen. Also wenn du mich auffliegen lassen willst, ne, das ist das Einfachste, was du suchen kannst. Das ist so easy. Aber im Großen und Ganzen warst du schon korrekt. Nee. Nein, also du hast krass, in den Zitaten nicht, also ich im gesamten Jahr, weil ich habe ja eine Idee damit vertreten. Ich habe das ja nicht gemacht, um zu provozieren, so wie manch einer, den wir hier gesagt und erwähnt haben, sondern ich habe das ja immer in einem Kontext gebracht, der aufklärerisch und in einem Sinne von Toleranz und Antifaschismus war. Du hast dich ja auch so gerechtfertigt, dass es die Kunstfigur war. Immer gesagt. Aber das war natürlich auch bei dem Kontext, war das teilweise auch manchmal so ein bisschen, wo du sagst im Nachhinein, vielleicht habe ich mich da ein bisschen billig verteidigt, so. Ja. Das war nur die Kunstfigur. Ich selbst würde. Ich habe mich billig verteidigt, aber ich war derjenige, der diese billige Verteidigung erfunden hat. Ja. Und dann sind erst diejenigen nachgekommen, die mir widersprochen haben. Ich würde es heute auch nicht mehr so machen. Der Punkt ist einfach, dass da so ein, die Leute gängen so ab. Wie nennt man das nochmal? Das ist so ein wilder Mob, ne? Das ist quasi so ein Lynchen. Und da merkt man eigentlich, dass diese Lynchjustiz immer noch voll in den Leuten drin. Ja, Heugabel-Mentalität. Ja, die haben so Bock drauf. Hängt ihn auf! Hängt ihn auf! Diese Richtung will ich nicht. Also ich will nicht Opfer sein. Ich bin da bewusst auf einer Bühne und ich spiele einen Täter nach. So wie du auch einen Tatort guckst und weißt, der Typ, der den Mörder spielt, geht nicht raus und bringt seine Mutter um. Ja, aber was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, du darfst ja zum Beispiel keinen Schwarzen spielen. Ich dürfte jetzt nicht einen Schwarzen spielen. Also ich darf ihn nicht schwarz anmalen, weil das da irgendwo mal eine Tradition gab, wo Weiße dann Schwarze gespielt haben, weil man Schwarze ja nicht als Schauspieler anheuern konnte oder was auch immer. Und jetzt musst du einen Schwarzen nehmen. Mhm. Aber wenn ich jetzt keinen finde, ich meine, das ist doch gerade, Schauspiel ist doch, ich spiele jemand anderen. Ich kann ja auch einen Hund spielen, ich kann einen Vogel spielen, ich kann einen Asiaten spielen, ich kann eine Frau spielen. Da gibt's ja auch eine Diskussion drüber, ne? Eigentlich kann das nicht sein, dass ich irgendwie... Das ist ja Rassismus, wenn man Othello immer mit einem Schwarzen besetzt. Das ist ja Rassismus. Ja, wirklich. Das sagt einer, der selbst als schwarzer Othello spielen sollte, hat sich geweigert, hat gesagt, das ist so, wie wenn ich immer als Türke Diebe spielen muss. Oder Autoverchecker oder keine Ahnung. Jeder kann jeden spielen. Erklär mir nochmal ganz kurz, frisch das nochmal auf für unseren Zuschauern. Ich weiß es, aber frisch es für unseren Zuschauern nochmal, was ist Othello für eine Figur? Othello ist eine Figur von William Shakespeare, das ist der Mohr von Venedig, der von Iago, seinem Gegenspieler, eifersüchtig gemacht wird, weil er Desdemona heiratet. Und Iago sagt ihm, Desdemona ist untreu. Und die inszenieren eine Intrige. Und irgendwann
wird Othello so eifersüchtig, dass er seine eigene Frau umbringt. Er erstickt sie mit einem Kissen. Und das ist eine Figur der Weltgeschichte, der Weltliteratur. Und Es war halt immer so, dass die von Schwarzen gespielt wurde. Weil die Figur schwarz auch angelegt ist. Genau, ne? Und also der Mohr von Venedig. Und jetzt hat sich ein Schauspieler eben geweigert, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, Lawrence Fishburne hat ihn gespielt, der gesagt hat, warum muss ich als schwarzer Othello spielen? Will ich nicht. Das ist mir zu rassistisch. Ja. Spielt es doch selber. Spiel den Scheiß doch selber. Also die Katze beißt sich da in den Schwanz. Dann nimmt ja ein Weißer einem Schwarzen eine Rolle weg dann. Der Weiße darf ja meiner Meinung nach auch weiß bleiben. Der muss sich ja nicht anmalen, damit ich weiß, dass er nicht weiß ist. Dann heißt also, der Mohr von Venedig ist dann weiß. So what? Ich meine, das war ist zwar absurd, aber ja. Es ist absurd, aber wir müssen offensichtlich Umwege gehen heute, um festzustellen, wie frei wir sind. Würdest du denn dich noch schwarz anmalen und Blackfacing machen und jemanden spielen? Würdest du das machen? Wenn ich damit eine Absicht verfolge, die ich erklären kann, ja. Was würde natürlich einen Riesenskandal geben, ne? Weil es gibt immer einen Riesenskandal, egal was man macht. Aber es sind dazwischen Knöpfe, die gedrückt werden, ne? Also ich sehe dann, du machst das und dann kann ich sofort twittern, Blackfacing. Ach, guck mal hier, das wäre da wieder. Ja, aber muss man sich von Twitter beeindrucken lassen oder einschüchtern? Das machen ja alle, ne? Das ist ja was passiert, ne? Also sogar du hast ja zu meinem Erstaunen dich dann entschuldigt irgendwann. Ich habe mich für das entschuldigt, was eigentlich gar nicht meine Absicht war. Und ich würde das auch wieder tun, weil du musst ja sagen, wenn es jemand so verstanden hat, dann tut mir das leid. Aber ich habe es ja nicht so gemeint. Ja, und das ist ja auch okay. Wenn ich die Gefühle von jemandem dabei... Absolut. Dann tut mir das leid. Wie hat es sich für dich angefühlt, dieser Shitstorm? Wie war das auf der emotionalen Ebene? Ein bisschen so, als wäre ich in deine Fußstapfen getreten. Ganz ehrlich, musste oft an dich denken. Es war unangenehm. Es ist super unangenehm. Ich weiß nicht, ob du kennst, jetzt mal ganz ehrlich, du kennst das, ne? Wenn du in die Timeline guckst und du siehst deinen Namen auf Platz 1 und denkst, Alter, was ist passiert? Und dann kommen halt auch alle Ratten aus ihren Löchern und sagen, ich kenne den, der war immer schon so. Und du denkst, du Nutte, du kennst mich überhaupt nicht. Und das ist halt, das tut weh. Und da fallen einem auch manche Leute in den Rücken, bei denen man immer dachte, dem habe ich seinerzeit wirklich die Stange gehalten. Und das Erste, was der macht, ist mir den Dolch in die Leber zu stechen. Du kannst den Charakter der Leute so gut erkennen, dann kommen sie raus aus ihren Löchern. Und auch Leute, die schon länger mit denen Rechnung offen haben, kommen dann raus. Das ist das Mieseste, was es gibt. Und jeder kann sich ja auch als Virtual Signaling betreiben, einfach allein indem er dich hasst. Das war ich auch erstaunt bei dir. Und am schlimmsten ist halt, es sagen ja auch Leute, die einen gar nicht kennen. Die auch sagen, ich kenne den. Du sagst, ich hab dich nie gesehen. Never ever, woher kennst du mich? Ja, und warum hast du nicht von vorher was gesagt? Warum hast du nicht schon vorher, als alle Serda so mochten, warum hast du dich dann nicht getraut und gesagt, nee, ich finde, ihr mögt ihn zu Unrecht, weil, sondern warum hast du gewartet, bis es auf die günstige Gelegenheit. Ja, es kommt auf die Fallhöhe an, ne? Und das Schöne ist, wenn man diese Fallhöhe nicht mehr hat, dann ist es einem auch egal. Deswegen die maximale Unabhängigkeit. Wir sitzen hier, wir verkneifen uns kein Wort, doch ein paar Worte schon, weil wir daran glauben, dass es okay ist. Es nicht einfach nur noch plump zu sagen, das war vor 2, 3 Jahren anders. Aber trotzdem fühlen wir uns relativ frei, weil wir keinen Sender, keine Redaktion haben, die hinter uns steht und sagt, pass bloß auf, was ihr sagt, sonst müssen wir uns rechtfertigen. Ich hatte dich gebeten, das mit der fehlenden Redaktion nicht zu thematisieren. ich bin nur noch hier. Fühlt sich jetzt die Redaktion diskriminiert? Ich hab doch Matze hier. Das ist doch eine Redaktion. Ich sag nur nichts. Eine One-Man-Redaktion. Alles in Ordnung. Ja. Naja, und unabhängig davon kann man sich ja auch anders ausdrücken. Wir müssen ja nicht mehr provozieren. Wir müssen ja keine Barrieren mehr niederreißen. Ja, aber du musst jetzt ja nicht das Stilmittel der Provokation für immer. Ich finde es, wenn man es nur betreibt, auch ein bisschen langweilig. Ja. Aber ich finde tatsächlich das, was wir hier machen, mutiger als mit dem Chor zusammen zu singen. Ja? Was ich zum Beispiel jetzt in Neukölln oft gesehen habe in den letzten Tagen, da ist so eine Dönerbude und der Typ, der den Döner verkauft, hat keinen Mundschutz an. Und dann denke ich so, Alter, wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die gerade in einer Notsituation ist. Ich glaube, du bist Teil dieser Solidargemeinschaft. Ja, aber ich würde es trotzdem machen, wenn ich verkaufe, weil ich ja nicht weiß, was in meiner Rotze drin ist, die ich da auf den Gyros oder auf den Döner spucke. Und das ist so, da würde ich unabhängig von Nationalität und allem anderen sagen, pass auf, wir leben hier, es gibt einen Konsens darüber, wie wir hier leben wollen, nämlich rücksichtsvoll, solidarisch. Und wenn du dich daran nicht beteiligst, bist du einfach asozial, egal woher du kommst. Und das muss ich dann nicht benennen, Türke oder was auch immer. Hm? Das ist ja auch so ein Thema, wir reden ja ganz viel, es wird ja ganz viel diskutiert über die Mallorca-Urlauber jetzt über Ostern. Wir sind hier in der Ostersendung übrigens. Wir haben auch toll dekoriert, falls es schon gesehen. Ich glaube, wir könnten da vielleicht einen Grimme-Preis abräumen für Deko. Ja, gibt es einen Grimme-Preis für sowas wie hier? Ja, ne? Online ja, eigentlich schon, ja klar. Aber den kriegst du natürlich nach dem Text nicht mehr. Ne? Den kriegst du natürlich nur, wenn du, wenn jetzt hier, keine Ahnung, eine schwarze
ein schwarzer Transmensch einen Kopf in einem Rollstuhl interviewen würde, dann hast du eine Chance. Übrigens, weil Ostern ist. Man muss jetzt übrigens auch aufpassen, worüber man lacht. Das ist übrigens also Sekundärdiskriminierung. Ne? Wenn ich darüber lache, dass du diskriminierst, diskriminiere ich mit. Ja, da hat ja dein Kollege auch ein bisschen Ärger bekommen. Ne? Sein Name ist Florian Schröder, mit dem hast du mich ja ersetzt, ne? Genau. Sieht mir schon ein bisschen ähnlich, ne? Vielleicht können wir das mal. Wir blenden jetzt hier unsere Bilder nebeneinander ein. Ja? Florian Schröder ist nicht sozusagen die Blaspuppe. Ein bisschen. War ich dir zu dick, dass du dir so einen dünnen gesucht hast? Nee. Weil der ist schon dünner als ich. Der ist sehr schlank, ja. Der ist sehr schlank, ne? Also, aber ich meine, du hast ja mit Matze dir auch jemanden gesucht, der genauso fett ist wie ich. Der auch dünner ist. Genau. Boah, der ist doch nicht fett. Der hat einfach ich habe gesagt, genauso fett wie ich. Genau. Ich fühle mich ja nicht fett. Der hat einfach einen entgrenzten Körper. Deswegen trotzdem einen begrenzten Verstand. Wie man an der debilen, willfährigen Lache hört. Ich mag den Matz aber sehr. Mit willfährigen. Ja, weil du magst ja solche Leute. Die willfährig sind. Wie bei dem Schröder, ne? Debile, willfährige Lache. Wie kommst du mit dem klar? Gut, ich mag den sehr. Hast du den besser im Griff als mich? Ja. Ja? Ist der pünktlicher? Ja, der ist auch unpünktlich. Aber ich weiß gar nicht, ob ich will, dass ich ihn besser im Griff habe. Ich mag an dir, dass ich dich nicht im Griff habe. Ja, dieses Spiel, ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich vieles von uns nochmal mir angeguckt und angehört. Und du warst doch oft viel klüger, als ich dachte. Also, ich dachte wirklich, in dem Moment war ich so irritiert von meiner eigenen Angst vor dir, dass ich gar nicht gehört habe, dass du viele Dinge gesagt hast, die sehr gut und richtig waren. Ich will dir jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, du hast genauso viele Dinge gesagt, die auch total scheiße waren. Haben wir beide, ich hab's mir auch mal angeguckt, für manche Sachen, manchmal muss ich ausmachen, weil ich mich geschämt habe. Über dich und über mich, über dich, auch, ja, total, wir uns beide, total. Wie wir auch abgehen und wie wir uns... Meine Güte, haben wir uns verschwendet, ey. Es war auch so, es war so anstrengend. Wir haben eine Kiste voll Bier in Gulli gekippt, oder? Ja. Wir haben eine volle Kiste Bier in Gulli gekippt. Aber wirklich. Und es war auch so anstrengend, wenn es dann losging. Man musste ja immer gerüstet sein, weil man wusste nicht, wann der andere auf einen losgeht. Ja. Da haben wir vorher uns immer noch so ein bisschen betrunken. Komm, ein kleines Stück Wein. Und dann waren wir präventiv aggressiv. Ne? Also obwohl der andere nichts gemacht hat, haben wir sofort auf ihn draufgehauen. Und als wir dann live waren, du bist ja ein bisschen geübter mit deinen 10.000 Live-Auftritten vor Leuten zu sprechen. Ne? Und ich hatte eine leichte Grundaufgeregtheit einfach auf der Bühne. Das habe ich dir irgendwann erzählt. Ja. Das hast du dann nur gegen mich ausgenutzt. Dann sind wir in Essen sind wir aus dem Auto, da bist du mich so spät abgeholt, sind wir aus dem Auto und dann sind wir auf die Bühne, direkt aus dem Auto, ich muss noch mal ganz kurz pinkeln, dann bist du alleine auf die Bühne. Ja, das stimmt aber nicht ganz. Dann musste ich schon hinterher und dann musste man, es war einfach, wir haben uns da ganz schön angekriegt. Wir müssen irgendwann mal Reaction-Videos machen, wie wir unsere eigenen Shows angucken. Ja. Mir ist aufgefallen, das ist zu blöd, das geht in eine andere Richtung, das besprechen wir, wenn wir nicht vor dem Mikro sitzen. So, ich wollte ja noch anregieren und in unser Desaster reinziehen. Übrigens, was du ab und zu vergisst, du kannst ab und zu auch mal auf die Totale schalten, ne? Ja, machst du auch, ja? Oder? Wie lange sind wir jetzt schon? Wie lange haben wir schon? Eine Stunde. Cool, sollen wir weitermachen? Ja, ein bisschen Logo. Ein Viertelstündchen noch? Gerne länger. Auch andere haben ihre Probleme. Und zwar haben ja Olli Schulz und Finn Kliemann dieses für Netflix da, ne, dieses Hausboot von Gunter Gabriel. Genau, ne, von Gunter Gabriel gekauft und renoviert. Schöne Aktion irgendwie, ein schöner Film auch geworden, kann ich empfehlen. Schöner Osterfilm für Netflix. Und Gunter Gabriel hat auf diesem Hausboot eine Freundin gehabt, mit der hat er sich irgendwie gestritten und hat die dann wohl so am Arm gepackt. Mhm. Ne? Und dann ist die also runtergelaufen und zur Polizei und hatte halt blaue Flecken und das galt als irgendwie Körperverletzung, einfache Körperverletzung, nicht gefährliche. Und da musste er 5.000 Mark damals noch zahlen. Hat sie ihn angezeigt? Ja, wollte sie das gar nicht mehr und so, aber sie ist halt zur Polizei gerannt. Und Hämatome und so auch Attest gehabt? Muss man ja nur einmal fest sagen. Ich weiß nicht genau, wie es im Detail war. Aber er hat sie nicht geschlagen oder irgendwas. Und jetzt haben also die das Boot gekauft und haben gesagt, komm hier, ne? Also mein Gunter Gabriel war ja auch so ein geiler Typ, du kannst ihn ja nicht reduzieren auf diesen einen Vorfall. Ne? Der ist ja nicht durch die Gegend gelaufen, hat Frauen verprügelt. Plus, das war auch eine komplett andere Zeit, aus der stammt. Ne?
Also cut the man some slack, ne? By the way, ist er auch tot, weil man, was auch nochmal 20% ein bisschen. Gut, das schützt ihn natürlich nicht. Ja, aber man kann ein kleines bisschen, sagen wir mal, milder auf ihn gucken. Klaus Kinski ist auch tot. Ja, aber. Hat ein langes Strafregister. So, weiter geht's, genau. Und dann haben also irgendwelche hier diese korpulente Lady, die diesen Song hatte bei Böhmermann, meine Scheide, weil ich eine Scheide habe und so weiter. Die hat dann getwittert, ja, das ist ein Frauenschläger-Hausboot. Das ist jetzt, warum lässt man das nicht untergehen? Ist ja klar, dass man jetzt so ein Frauenschläger-Hausboot dann irgendwie safen muss. Ne? Genau das Boot müssen sie sich aussuchen. Die hätten sich also ihrer Meinung nach von irgendeiner lesbischen Ikone das Boot suchen müssen. Ja, aber das ist ja auch was ich sehr verlogen finde. Die Dame, die du angesprochen hast, hat ja etwas moderiert, was durch die Gazetten ging. Männerwelten. Und so gut ich das Anliegen, nee, das so wichtig ist die andere, ich das Anliegen... Das, die okay. verwechselst, das ist die andere Dicke. Gut, aber das ist ein Beispiel, was es wieder gibt, was ich meine. So gut ich und so wichtig ich das Anliegen auch finde, das findet auf einem Sender statt, 15 Minuten lang. Und auf die nachfolgende Sendung ist Germany's Next Topmodel. Ja. Also statt dich darüber zu beschweren, was ja legitim und richtig und wichtig ist, dass Männer Frauen ungefragt Dickpics schicken... Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich habe noch nie oder doch ein paar Mal schon auch welche verschickt. Aber nicht ungefragt, sondern gefragt. Du warst aber auch super sauer, als ich dir als meins geschickt habe. Deins war aber schön. Sollte man doch den Sender, auf dem man sendet, mal in Frage stellen und sagen, hier, nach uns kommt eine Sendung, die hochgradig frauenverachtend ist. Da werden 17-jährige Mädchen auf den Catwalk geschubst. 15-jährige. Und die sich zu Tode hungern oder in Depressionen fallen, wenn sie das nicht erfüllen, was die Ikone Heidi Klum von ihnen verlangt. Ja. Und wir tun hier so, als würden wir gerade die Welt in ihre Richtung umdrehen. Also ich finde, da muss man auch wieder, ne, es wird mit zweierlei Maß gemessen. In unserer Gesellschaft wird viel zu oft in zweierlei Maß gemessen. Auf der einen Seite hängt man unheimlich viele Dinge total hoch, wenn es darum geht, das eigene Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Und auf der anderen Seite ignoriert man ganz viele Dinge, die viel wichtiger wären, um unser Zusammensein in eine Ordnung zu bringen, die gerecht ist. Ambivalenz aushalten. Ja, ja. Der Punkt ist ja auch ein bisschen, also sind es die Dickpics, die Frauen so fertig machen? Ich meine, ich krieg von Frauen auch Vaginas geschickt, so ist es nicht. Und das sind auch nicht immer schön. So eine Großaufnahme, wenn du machst deine Post auf und dann ist da so eine riesen Zuckerdose irgendwie. Naja, weiß ich nicht. Ich weiß nur eine Sache. Also ich weiß, dass in diesem Männerweltenfilm ein WhatsApp-Dialog vorgetragen wurde. Und warte mal, das kann man rekonstruieren. Du kannst auf WhatsApp nur einen Dialog haben, wenn du dem anderen deine Telefonnummer gegeben hast. Also kannst WhatsApp kannst du nicht einen Fremden ansteuern. Aber trotzdem ist das ja kein Freibrief, um dann da irgendwelche krassen Sachen zu schicken, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber das heißt schon mal, dass verschwiegen wird, dass es da einen Dialog gegeben hat. Und dass der Dialog aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist was anderes. Aber ist das repräsentativ? Wie viel Prozent dieser Dialoge laufen aus dem Ruder? Wie viel Prozent anderer Dialoge laufen in eine andere Richtung aus dem Ruder? Das war mir zu oberflächlich. Und da geht's wieder um das Gleiche wie in Chemnitz. Es ist wichtig, dass Frauen um ihre Rechte kämpfen. Es ist wichtig, dass zwischen Männern und Frauen Respekt umgegangen wird. Aber es ist oberflächlich, wenn man das in 15 Minuten auf einem Sender macht, der nachher Germany's Next Topmodel sendet und dann in 15 Tagen schon wieder nicht mehr darüber spricht. Ja, und so war es ja auch. Das war auch bei Black Lives Matter so. Als Olli Pocher oder wer auch immer 15 oder 8 Minuten geschwiegen hat und man dachte, okay, das ist das Thema der Neuzeit, da müssen wir jetzt dranbleiben. Und nächste Woche haben sie was über vegane Küche gemacht. Und das ist so inflationär. Ja, das ist gut, so, aber du musst jetzt, so ist immer das Medium und so sind die Zeiten. Also, nicht bei mir. Ich bleibe seit 30 Jahren an meinem Thema dran. Ich rede immer seit 30 Jahren über Faschismus, über Intoleranz. Das ist immer mein Grundstein. Ja, aber warum, was spricht dagegen? Musst du ja jetzt nicht, kannst ja trotzdem auch mal über vegane Küche reden. Ja, aber ob ich das dann glaube als derjenige, der es sieht, ist halt eine andere Frage. Ich finde es unglaubwürdig, wenn Leute, die sich sowas aufsetzen, in dem Moment, wo es für eine breite Bevölkerungsschicht in der Aufmerksamkeit ist, sehr unglaubwürdig. Ich finde es glaubwürdiger, eben nicht eine Pressekonferenz zu geben in Chemnitz und zu sagen, wir sind mehr, sondern vielleicht kleine Dinge zu tun, die keine Sau sieht, um auf einer anderen Ebene für Aufklärung zu sorgen. Matze, kannst du mal ganz kurz mir diesen kleinen Eierkarton nochmal aus dem Kühlschrank holen? Wärst du so lieb? Sind wir aber einer Meinung, können wir auch abhaken. Oder? Ja, also. Alle waren da ganz begeistert. Ich glaube, was man, was richtig ist, ist, dass man sich oft kein Bild macht, wie es ist für Schwarze, wie es ist für Frauen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ich habe kürzlich ein Video gesehen über etwas, wo ich echt dachte, Asian Hate haben wir hier nicht. Ne? Und da hat also eine Asiatin, Dankeschön. Eine Asiatin sich selbst gefilmt, die war hier so zu Besuch in Europa, die war in England und Deutschland vor allen Dingen. Und dann ist die halt im Hofbräuhaus und dann setzen sich besoffene deutsche Männer neben sie und machen so Ching Chang Chung, Ching Chang Chung, wirklich
Also, ne? Wenn man das, diesen Ausschnitt jetzt übrigens rausnimmt. Ja, ich weiß, wenn man den jetzt rausnimmt. Dann bist du reif. Das hab ich im Zitat gemacht. Don't do it. Dann läuft die auf der Straße, geht eine Frau an ihr vorbei, in Neukölln oder so, und haut dir einfach eine auf die Fresse. Das passiert wirklich. Ja, ja. Dann ist sie irgendwie im Wedding und dann kommt so ein Türke angesprungen oder ein türkisch gelesener Mensch und macht auch so Ching Chang Chong, haha. Das passiert wirklich. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es so passiert. Nee, wir sagen ja auch nicht, dass es das nicht gibt, sondern wir sagen, wir finden es verlogen, wenn es das nur für 15 Minuten gibt. Warte doch mal ganz kurz. Lass mich doch selbst die Richtung bestimmen, die ich das geht, was ich sage. Sorry, ich wollte mich das Gegenteil eigentlich sagen. Dass ich das nicht gedacht habe, dass das so krass ist. Und dass mir das nicht gegenwärtig ist. Kürzlich hat eine Frau gefilmt, wie ein Typ ihr halt nachts hinterher rennt und nicht weggehen will. Und sie sagt, geh bitte weg. Ja, klar, und das passiert halt. Ne? Und da sind wir uns komplett einig. Ich weiß nicht, ob Dickpics das Schlimmste sind. Es gibt ja hier auf Mauerpark Flohmarkt eine Lady, die macht T-Shirts und Buttons aus den Dickpics, die ihr geschickt werden. eigentlich haben ja andere daran die Rechte, aber die melden sich natürlich nicht, die Rechteinhaber. Also ey, das darfst du nicht, das ist mein Dick. Du kannst das nicht abschließend behandeln, aber ich glaube, eine Sache, die stimmt, ist, wenn du online gehst, ne? Überall steht Frauenrechte und Frauen werden so schlecht behandelt und die 20% und das ist und so. Zum Beispiel die 20% der Einkommensgap, den es gibt bei Frauen, ne? Der liegt ja auch daran, dass Frauen eben oft halbtags arbeiten, weil sie Kinder haben, weil sie das wollen, weil sie eben nicht arbeiten gehen wollen und anderen Leuten die Aufsicht über ihre Kinder geben wollen, sondern weil sie Kinder bekommen haben, weil sie Bock drauf haben und wollen die selbst aufziehen und deswegen weniger arbeiten. Weil Frauen eben nicht bis 22.30 Uhr noch in der Kanzlei sitzen und durchziehen, sondern weil die sagen, ja, ich bin jetzt Anwältin, aber ich will das jetzt auch nicht so hart als Karriere machen. Das macht ganz viel von diesem 20% aus, ne? Weil du dann ja weniger verdienst einfach. Ja, habe ich aber keine Ahnung. Also da möchte ich mir nicht anmaßen, über was zu sprechen, wovon ich keine Ahnung habe. Deswegen spreche ich drüber. Man kriegt einen Eindruck, wenn man online geht, dass Frauen hier behandelt werden wie im Mittelalter. Mhm. Und ich glaube, was eben auch eine Wahrheit ist, dass Männer viermal so oft Selbstmord begehen, weil man sagt, sie können nicht kommunizieren. Ne? Also oder früher sterben auch. Ne? Sterben früher, ich glaube, das liegt eher an den Männern selber. Nee, das liegt auch tatsächlich rauchen, daran, saufen, dass die mehr arbeiten oder länger oder härter. Also ich habe mal irgendwie so eine Statistik, aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung, möchte ich mich nicht aus dem Fenster nehmen. Aber die Selbstmorde, glaube ich, sagt man so, liegen daran, dass Männer eben nicht den besten Freund haben, dem sie sagen, hey Alter, mir geht's schlecht, ich glaube, ich bringe mich um oder so, sondern die machen es dann halt auch. Ne? Und die machen dann halt auch nicht irgendwie so 5 Aspirin nehmen und dann gefunden werden und es war ein Hilfeschrei, sondern die springen von ICE und sind dann halt Gulasch. Geil, dass währenddessen der Zug hier ist. Schon wieder ein Zug, vor dem ich nicht gesprungen bin. Und ich bereue es so. auch online ist es eben so, dass den Männern im Durchschnitt eben die Kommunikationsfähigkeit fehlt, sich zu wehren gegen die Angänge der Frauen, aber auch um ihr eigenes Leid darzustellen. Und dass Frauen dadurch halt ein so viel größeres Bild zeichnen können von sich und allem, worunter sie so leiden, dass eben auch ein immer schieferes Bild entsteht. Und das Bild wiederum befördert andere, andere Frauen, die das immer wieder lesen. Und das führt zu so einer Radikalisierung, glaube ich, den Eindruck. Weil ich glaube, es gibt Frauen noch nie so gut wie heutzutage. Genau. Ja, das nicht. Aber ich finde, also was mich stört, ist nicht, dass dieses Thema besprochen wird, weil ich finde es wichtig, dass das Thema besprochen wird. Absolut. Der Umgang zwischen Mann und Frau muss zeitgemäß hinterfragt werden. Ne? Also leben wir noch wie vor 30, 20, 40 Jahren. Aber was ja gar nicht besprochen wird, ist, wie es Männern geht. Ja, und könnte es nicht Frauen besser gehen, wenn es Männern besser gehen würde? Ja, und noch was anderes. Es entsteht direkt in diesen Diskussionen eine Rivalität. Also und eine Feindschaft. Unter Lobbygruppen. Warum gibt es keinen konstruktiven Dialog, in dem man sich austauscht und natürlich auch gemeinsam versucht, Grenzen auszuloten? Also ich weiß nicht, ob ein Dickpick so eine Grenze ist. Ein Dickpick ist einfach ein Moment von unbedachter Geilheit, in dem der Mann denkt, er würde eine Frau damit erregen, dass er ihr ein Bild seines Gliedes schickt. So wie wir erregt werden, wenn wir Bilder von Titten geschickt kriegen. So, jetzt müssen wir aber über das Gleiche nachdenken und sprechen. Ist es dann nicht genauso, ich möchte es gar nicht feindlich nennen oder fragwürdig, wenn Tausende von Influencerinnen auf Instagram immer ihren Arsch zeigen. Ich meine, das ist für Frauen doch auch eine Beleidigung, wenn ihr eigenes Geschlecht sich so inflationär vermarktet, um damit Geld zu verdienen, Interesse zu generieren, dass man damit alles konterkariert, was man auf der anderen Seite versucht zu erreichen. Aber das hast du falsch verstanden. Das ist Empowerment. Ne? Das ist Empowering, weil sie macht das ja selbst. Da ist ja nicht mehr der dicke Verleger, der sagt, ey, Nutte, zieh ich mal aus, ich mach ein paar Fotos, verkaufe ich das Heft.
und werd reich und du kriegst $100. Sondern jetzt machen die das selber und jetzt in eigener Regie und die zeigen, was sie wollen. Ja, aber welches Frauenbild zeichnen sie damit? Das, was sie wollen. Kein Slut-Shaming hier bitte. Nicht in meiner Sendung. Hier kannst du alles shamen, aber nicht Sluts. Nein, ist das ein gutes Wort für eine Frau? Ja, es heißt Slut-Shaming tatsächlich. Ja, indem du sie als Slut. Das heißt aber tatsächlich, gute Frage. Also ganz ehrlich, das Frauenbild, was die dort verkörpern, die sich für Influencerinnen halten und welche Fachbegriffe es auch immer dafür geben wird, die das rechtfertigen sollen. Extrovert-Shaming nennen wir das jetzt. Ist für mich hochgradig frauenfeindlich und dann muss man auch innerhalb seiner eigenen Gruppierung oder wie man es jetzt auch immer nennen will, sagen, ey, lasst das bitte. Ihr fördert damit etwas, was nicht gut ist. Also warum muss man überhaupt seinen Arsch in die Kamera halten? Warum muss man überhaupt seine Titten zusammendrücken? Weil man dann vielleicht denkt, dass Leute Interesse daran haben und denken, ey, wow, die Titten möchte ich mir näher angucken. Weiß ich nicht. Und kann man dann noch, jetzt mal ganz provokant gefragt, Respekt verlangen? Also und sagen, du, ich halte meine Titten in die Kamera und meinen Arsch, aber pass bloß auf, dass du nicht drauf anspringst. I don't know. Ich weiß es nicht. Die machen mal ganz davon abgesehen, das heißt ja nicht, dass sie die Titten in die Kamera hält, um dich anzumachen. Sondern? Das ist ja, das, so liest du das. Ja, was mache ich dagegen, dass es mich vielleicht anmacht? Vielleicht macht sie das einfach, weil ihr das Spaß macht und weil sie das ästhetisch findet und um schnell Geld, okay, schnell dann einfach ist Geld aber zu Kunst. Verdienen. Dann ist mein Dickpick auch Kunst. Oder vielleicht ist es Kunst. Dann ist mein Dickpick auch Kunst. Nee, einen Dick darfst du ja nicht posten, weil das die dürfen ja auch ihre Vaginas nicht zeigen, aber einen Titten hast du halt nicht. Du kannst deine Muskeln zeigen. Nee, ich poste ja meinen Dick nicht, ich schick den ja nur. Ja, aber jetzt hast du aber gerade über gepostete Sachen geredet, ich ne? Gewackelnde Ärsche. Geredet, aber ich weiß auch nicht warum. Schön, dass du es selbst sagst. Aber oder Twerking-Videos. Ich meine, früher hast du noch irgendwie schöne Paartänze gehabt, so wie ich sie bei Let's Dance gezeigt habe und damit ja auch fast gewonnen hätte. Es war nicht sehr knapp, aber es war knapp. Nicht sehr, aber knapp. Und heute gibt es einfach nur noch, heute wackeln die einfach nur noch mit dem Arsch, ne? Das, wo es zum Teil auch wirklich ekelhaft wird. Hier haben wir eben einen kleinen Ausschnitt aus von Megan Thee Stallion, die hier ein Twerk-Video zeigt. Das können wir jetzt geil, kannst du das sehen wir Bilder twerkender Ladies. Leider ohne Musik, denn daran haben wir nicht die Rechte. Spiele ich jetzt ein. Nee, ja. Aber mal, um jetzt nochmal ganz ernst darüber zu sprechen. Jetzt sind wir zurück aus dem Video. Wie fandst du die Ärsche? Sehr, sehr nice. Sehr nice. Es muss einen prinzipiellen Diskurs darüber geben, wie wir intergeschlechtlich, interdisziplinär, respektvoll miteinander umgehen. Und dazu gehört eben nicht nur die Anklage, das Schaffen eines Feindbildes und zu sagen, ihr habt die Verantwortung, sondern hat man eine gemeinsame Verantwortung. Ich bin jetzt des Themas müde. Cool. Ich kann auch. Das nicht mehr. Ich will mit dir Ostern feiern. Danke, dass du es unterbrichst. Ey. Das ist auch ich kann auch nicht mehr. Mega scheiß Thema. Wir müssen auch mal jetzt interdisziplinär. Habe ich mega gesagt? Ja. Du hast eine Weihnachtssendung gemacht. Mhm. Ein Muslim feiert Weihnachten. Genau, ich habe eine Streaming-Show, die ich selber produziere. Und da war die erste Show an Weihnachten. Und ich habe versucht, Weihnachten nachzustellen. Was hast du da gemacht? Ich habe mich beraten lassen von Gästen, die selbst nicht wissen, wie Weihnachten geht. Idil Beidar zum Beispiel, die kam. Ach so. Idil Beidar kam. Das heißt, es war kein Betroffener da? Kein Deutscher, der kein Christ? Doch, der, es waren auch Christen da. Es war. Habt ihr die verprügelt? Es waren die Angehörige jeglicher Minderheiten waren da. Es war zum Beispiel auch Julian Stöckel da, der Grieche ist. Ach so, das passt ja gut. Auf jeden Fall. Und es war eine sehr schöne Show, es war ein Start und wir machen es jetzt dreimal noch in diesem Jahr. Die erste war gerade. Hat er sein Gleitgel mit Tzatziki-Geschmack vorgestellt? Hat er das? Ja. Ich kenne das. Glaube. Nicht. Nee, Julian F.M. Stöckel. Aber man, das FM steht für Fick mich. Man nascht doch nicht Gleitgel. Ass to Mouth? Okay, ja, das stimmt. Ne? Ja, ATM. Okay. Jetzt haben wir Ostern. Wir sind hier quasi in der Sendung Ein Muslim feiert Ostern. Das ist das höchste christliche Fest, nicht Weihnachten, wie viele Ostern, denken. Ich weiß, ja. Ostern, ne? Ist das höchste christliche Fest. Und wir suchen da ja unsere Eier. Deine Eier musst du ja nicht mehr suchen. Ne? Wir wissen, du hast Eier. Ich hab mega. Aber, ich sag immer mega, das hört sich irgendwie verfänglich an. Ich denke mal, habe ich mega gesagt? Oder? Ja, das ist doch das andere. Ne? Das M-Wort. Ich habe hier ein paar Eier für dich versteckt. Nein.
Doch. Doch. Aber lass uns noch kurz die Werbung für die Sendung beenden, bevor ich die Eier suche und mich hier zum Deppen mache. Okay. Also es ist die Extreme Late Night, die kann man bei mir auf der Website www.somonju.de im Shop downloaden. Blenden wir ein. Blendet das bitte ein und auf meiner Website und verlinken wir auch in der Infobox. www.somonju.de findet man auch sämtliche Termine, Infos, Tickets und alles, was mich bloßstellen könnte. Und jeder kann dahin. Kann ich da und auch jeder kann einen Beitrag von dazu leisten, kriegen. Dass Kultur und intellektuelle Kultur weitergeht. Was, dein Dickpick? Hast du als in der Krise schon mal drüber nachgedacht, ich weiß, dass du für andere Künstler und auch für dich selbst so Geld schon gesammelt hast. Mhm. Du hast einen Patreon-Kanal, ne, wo du wo man die Möglichkeit hat, auch was zurückzugeben an den Künstler. Hast du schon mal über einen OnlyFans nachgedacht? Was ist das, OnlyFans? Ja, OnlyFans ist wie Patreon, nur so mit eher sexy Sachen. Ah, das ist diese Sex-Plattform. Ne? Genau. Also könntest du zum Beispiel Dickpics verkaufen oder wäre das nicht eigentlich was? Wäre das nicht das Patreon für uns? Wo man dann. Kommt auf unsere Dicks an, ne? Also ich weiß, dass dein Dick schon, ja, sag mal. Eine Hausnummer ist. Ne? Und ich spüre, dass meiner auf jeden Fall, jetzt gerade spüre ich, dass meiner konkurrieren kann. Aber deinen hat man ja noch nie gesehen, aber meinen kennen ja schon alle. Man hat ihn noch nie gesehen. Meiner kommt ja vorinstalliert auf den Handys schon. Ja? So bei iPhones, die man neu kauft, willkommen in 1000 Sprachen und dann dein Pimmel. Dann kriegst du gleich eine WhatsApp mit meinem Dickpic. Guck mal nach, 28 seconds. Oh. Power off, please press any key to chance and to cancel. Jetzt weiß ich nicht, ich hole mal die Fernbedienung. Das machen wir. 20, 19, 18, 17. So. Ah. Ja, schönes Thema. Thema. Du siehst aber richtig gut aus, finde ich. Du bist schlanker geworden. Nee, du siehst gut aus. Warum findest du immer gut, wenn ich schlanker werde? Dann gibt es doch weniger Nils auf der Welt. Ist doch besser, wenn es mehr gibt. Reflektiere ich mich sehr in dir und denke, das möchte ich auch. Vielleicht gibst du mir eins von den Schokoeiern ab, die ich für dich versteckt habe. So, jetzt muss ich Eier suchen. Na, ehrlich. Kannst du jetzt natürlich jetzt naheliegen. Hier? Ja, rund um die Couch. Es ist rund um die Couch. Kalt, 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 warm, 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 heiß, 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 kalt, 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 heiß. Hinter der Couch da so ein bisschen vielleicht mal. Da ist der Hase. Unter dem Hasen auch. Der Hase ist ja mehr so Deko. Geil. Es gibt schon Geschenke. Ja, kalt, 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 kalt. Heiß, 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 heiß. Schön. Oh! Geh doch mal richtig in die Ritzen hier. Geil. Guck mal hier, das kriegst du, Matze. Achso, ne? Wenn du auch was hast. Aber sind wir fertig oder müssen wir noch? Da ist noch eins. Lass mich später suchen. Ich will noch mal Beschäftigung haben heute. Okay. Packst du das aus? Ich hab so Bock auf Schoko jetzt gerade. Ich kann ja eigentlich schon mal hier. Mach den. Es ist Ostern. Was bedeutet Ostern für dich? Langeweile. Ah. So wie Weihnachten auch. Unser höchstes Fest ist für dich einfach nur Langeweile? Ich find alle eure Feste langweilig. Weil es wird nicht gefeiert, es wird geschwiegen oder gestritten. Weihnachten kam hier ein Nachbar und hat bei mir geklopft und meinte, ich habe da mit jemandem ein Abendessen gehabt, natürlich zu zweit. Do you guys like drugs? No. Ist der Papst katholisch? Geil. Coole Sendung, macht jedenfalls totalen Spaß und ich könnte jetzt eigentlich noch 2 Stunden machen, aber ihr seid so im du musst öfter kommen. Ausklang gerade, ne? Nee, Quatsch, ich dachte einfach mal zwischendurch auch zur Auflockerung. Okay. Halbe Stunde habe ich noch. Easy. Ja, machen wir. Halbe Stunde. Ich hab dich vermisst. Ich habe dich auch sehr vermisst, ja, wirklich. Ich habe dich noch mehr vermisst als du mich. Ich habe dich sehr, sehr, sehr mehr vermisst. Ich habe dich so sehr vermisst wie der Mond die Sonne. Ich habe dich so sehr vermisst, wie man jemanden nur vermissen kann. Ich habe dich vermisst wie ein schwuler Gangbang-Gleitgel. Ich habe dich zugleich vermisst und gehofft, dass du dich verpisst. Ambivalenz, oder? Ja. Der Mensch ist ambivalent. Ja, ja. Nein, ich habe dich wirklich vermisst und ich bin froh, dass wir uns wieder haben. Das habe ich dir gestern auch gesagt. Schön, dass du wieder da bist. Aber die Pause hat uns auch gut getan. Na, und schon haben wir unsere Menstruationsbeschwerden heute wieder ausgetragen. Ne? Ja, ja. Obwohl, das ist auch sexistisch, dass du Schwäche immer gleich mit weiblich. Oder? Ja, aber ich bin auch sexistisch. Also ich gebe das auch zu. Ich auch finde, jeder Mensch ist sexistisch und rassistisch. Und das muss einem klar sein. Ja. Es ist viel besser, das zu wissen,
als so zu tun und zu denken, dass man das nicht ist. Und auch dazu zu stehen. Also ich stehe zum Beispiel dazu, dass ich auf Pornos mir einen runterhole, die Frauen demütigen. Da stehe ich zu. Cumshots. Erste Mouth. Ich bin sprachlos. Das machst du? Wer macht das? Wie kannst du das? Wer macht das außer mir noch? Ich gucke, macht das noch? Ich habe gehört, ist hier irgendjemand in the room, der nicht wichst? Doch, klar, das machen wir schon. Und worauf wichst du? Also worauf wichsen wir? Zum Beispiel auf die schönen Momente, die wir hatten. Nein. In der Erinnerung. Hast du schon mal auf eine Theorie gewichst? Also hast du schon mal auf eine Fantasie gewichst? Wir Männer brauchen immer reale Bilder, ne? Nee, Quatsch. Also ich habe da. Du kannst ohne eine Wichsvorlage wichsen? Ja, das ist doch wichtig, finde ich, dass man sich nicht mehr nur auf ein Porno ein, ne, so dass es so extern kommt, sondern also klar, auf eine Erinnerung, ne? Nein, du kannst auf eine Erinnerung wichsen. Wenn du guten Sex mal in deinem Leben hattest, kannst du doch darauf, kann das doch inspirierend sein, oder? Okay. Ich habe ja noch nicht mal meinen ersten Sex gehabt. Wie soll der gut gewesen sein? Ich weiß noch, als ich das allererste Mal ejakuliert habe. Ich habe mir einen runtergeholt und dann früher kam ja nichts raus. Ne? Das war sehr praktisch. Wasser kam so westlich irgendwas, ne? Dann kam auf einmal was raus und es ist auf meiner Swatch gelandet. Oh. Und ich war so, okay, what time it is? Hast du es dann auch geleckt, um zu probieren, wie es schmeckt? Da noch nicht, aber ich habe später mal so ein bisschen. Und wie schmeckte dein eigenes Ejakulat? Salzig schmeckt das. Ja, salzig, da ist irgendwas drin, was ein bisschen betäubend fast wird. Ne? So Prickeln auf der Zunge. Hm, okay. So ein feines Prickeln wie Champagner. Wo wir gerade bei diesem Thema sind. Küsst du Frauen, nachdem du ihnen in den Mund ejakuliert hast? Was ich dich fragen wollte, ja. Ja, da. Wir sind wieder im Game. In 3 Minuten so viel Anlass gegeben für Shitstorms wie andere Leute in 30 Jahren nicht. Normalerweise kriege ich eine Kippe ab. Ich habe eigentlich aufgehört, aber jetzt rauche ich eine, wo du hier Ehrlich? Bist. Ehrlich, du hast aufgehört? Ja, eigentlich. Also ja, so. Ja. Oder hast du nur. Also, ich brauche noch Feuer. Oder hast du nur umgeschaltet? Kennst du die Leute, die sagen, ich rauche nicht mehr, ich und dann Joint mehr. Rauchen, ja, wo ja. irgendwie alles voll Tabak ist und sagen, nee, ich rauche nur noch Joints. Das ist voll okay. Ja. Bin halt jetzt die ganze Zeit breit. Ja. Ich habe auf Bumble eine kennengelernt, total nett sieht die aus, ganz junges Ding, 26 oder so, ganz unschuldig. Und die fantasiert in unseren Chats nur davon, was sie mir alles in den Arsch schieben will. Oh. Und dann sagt sie immer, yeah, you're dribbling like the needy whore that you are. Oh. Und dann hat sie mir erzählt, jetzt hat sie mir ein Bild geschickt von einem Paar-Vibrator. Oh. Der ist also auf 2 Seiten und den will sie mir in den Arsch stecken und sich. Oh. Das und, ist so, möchtest du das? Ich stehe auf alles nicht und wir werden uns wahrscheinlich nie treffen, aber ich bin fasziniert von der Kreativität, denn der dominantere Part ist ja immer der kreativere. Der andere sagt einfach nur, mach mit mir, was du willst. Das ist auch kreativ. Ja, aber das ist alles, was da kommt. Aber sie hat ständig neue Ideen, was sie alles mit meinem Arsch anstellen will. Und das, muss ich sagen, finde ich tatsächlich sehr lustig. Warum magst du Analverkehr bei dir nicht? Weißt du doch. Hast du meine, haben wir doch, jetzt können wir es ja sagen, das war doch in Essen der Punkt, dass also, du mir das schon wieder. Also ich habe Analverkehr nur beim Urologen und ich muss sagen, das Gefühl ist ambivalent. Also vor allen Dingen, wenn er an die Prostata kommt. Alter, das ist, hast du das mal gehabt? Eigentlich ist das ja. Wenn er auf die Prostata drückt. Aber eigentlich haben wir ja eine Prostata und müssten ja deswegen, also sind wir in der Lage, da Lust zu erleben. Aber das und Frauen haben keine Prostata. Ja, und wir haben da ein Lustorgan im Grunde. Also uns was in den Arsch zu schieben, ist viel natürlicher als bei Frauen eigentlich. Ja. Ich bin auch nicht so geil drauf. Warst du mal beim Urologen, hast du Finger in Po Mexiko? Klar. Und? Ich war sogar schon mal bei einer Urologin. Oh. Und ich dachte die ganze Zeit auf dem Weg dahin, ich war im Krankenhaus und dann kam eine Frau, eine super attraktive, und dann dachte ich die ganze Zeit, oh nein, wenn ich jetzt eine Erektion kriege und so, als wäre ich war jünger. Kriegst du nicht, ist der auch scheißegal. Sag mal, darf ich das kurz mal in die Richtung? Ich habe so ein paar ungeklärte Fragen in meinem Leben. Also das eine ist, warum kriegt man beim Urologen keine Erektion? Und kriegt man ja manchmal ein bisschen, wenn er dieses Gel drauf macht, um Ultraschall, wenn die da so Ultraschall machen, dann machen die so ein Gel drauf und das wird warm. Oh, dann hast du so einen Halbharten, oder was? Ja, aber dann ist er auch nicht, dann bist du auch ein bisschen stolzer, weißt du? Dann und, ist er, okay, und warum ist man dann peinlich berührt, wenn man eine Erektion bekommt? Weil das ja was Intimes ist, so Lust zu zeigen, ne, auf so eine Weise. Ne? Du zeigst ja eine körperliche Reaktion und hast dann vielleicht deine Homophobie kickt dann rein. Ne? Okay, dann habe ich noch eine andere Frage. Waxing. Kannst du als Mann dich von der Frau waxen lassen? Ich
glaube, technisch wäre das möglich. Würden das, machen das die Frauen? Also sie packen dir einen Sack und ziehen dir die Haare ab oder was? Ich glaube ja, es gibt nicht so viele Männer, die das machen. Und es sind nicht so viele Männer in dem Job. Aber das heißt, wenn du dir einen Sack fassen lassen willst, gehst du einfach zum Waxing-Studio. Und ja, sagst kurz, bevor die das Wachs drauf tut, nee, reicht schon, danke, tschüss, ich geh wieder. Ich will die Haare am Sack behalten. Wie du das komplett schon ausgedacht hast. Ja, das ist ja, das hast du nicht merkst, in dem Moment. Das ist ja ein Plan, aber ein bestehender Plan, ja. Aber so ein kleinkarierter Plan, so ich gehe ins Waxing-Studio und sag erstmal, rasieren Sie mir die Eier. Und nachdem die zweimal angefasst hat, sage ich, nee, danke, ich will's doch nicht. Was für ein Lümmelgedanke. Lümmel. Richtiges Schlitzohr. Ich habe hier so ein Waxing-Studio um die Ecke, da gehe ich zweimal die Woche hin. So wird mein Sack immer angefasst. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, eine weibliche Hand an deinen Hodensack zu manövrieren. Bei Massagen zum Beispiel. Da geht dir das auch so, dass manchmal, wenn du dich massieren lässt, so knapp da dran ist, so dass du denkst, eieiei. Ja, weil man sich so entspannt und wohlfühlt, ne? Ja, und dann wirklich der Finger ist so einen Millimeter vom Sack entfernt. Denkst, boah, wenn die jetzt da dran kommt, spritze ich aber sowas von an. Du liest aus Robinson Crusoe vor, oh, ja, oh. Auf YouTube. Mhm. Wieso gerade das Buch? Ah, komm, es ist doch kein passenderes Buch. Erstens das. Und zweitens ist es doch das passendste Buch, was wir zurzeit lesen können. Einsamkeit, Insel, sich selbst beschäftigen, zurechtkommen mit einer Katastrophe. Und dann ist es natürlich auch nochmal ein Buch aus einer Zeit, in der viele Begriffe, die wir heute besprochen haben. Freitag. Ja, und auch viele Begriffe Kolonialismus, all das kommt darin vor. Und ich finde, das ist zeitgemäßer, kann man es nicht machen. Und sich einfach dahinzusetzen im YouTube-Livestream und ein Buch nur zu lesen, ist so total kontra, dass ich denke, das ist ein neuer Weg. Hättest du ein Problem damit, wenn ich dir erzählen würde, dass ich mich abends hinlege, das anmache, deine Stimme lausche über die AirPods und warmes Öl auf meinen Hodensack schmiere? Nö. Ne? Mach ich nämlich. Was, wirklich? Ja, mach ich wirklich. Solange ich das Öl nicht da schmieren muss, ist dann okay. Dann habe ich dich ganz tief in meinem Kopf, diese sonore Stimme, dieses perfekte Deutsch, das du sprichst. Dann werde ich demnächst mal so ein bisschen reinstöhnen, damit du auch einen kleinen, deine Fantasien beflügeln kannst. Hör auf. Ich muss die gerade hier im Kopfhörer auch ein bisschen leiser drehen. Oh ja, weil ich das weil ich sonst zu sehr. Ja, ich merke schon, das ganze Blut ist woanders. Oh. Ist nicht hier oben, wo es hingehört, weißt du? Das ist eine schöne Sache. Da kann man, also geht mal auf YouTube. Wir verlinken das alles, ne? Weil das kann man wirklich. Das ist unheimlich. Du jetzt. Hast wir, gesehen, wir, hast haben ja gestern, wir haben uns gestern zum Frühstück verabredet. Wir haben festgestellt, man jetzt im Lockdown freut man sich über die einfachen Sachen. Man ist viel anspruchsloser geworden. Und wir haben uns getroffen und waren so, wow, das ist jetzt das Highlight, das man niemand trifft. Das ist ein Ereignis. Ja. Und auf jeden Fall ist dein Robinson Crusoe Lesung für mich auch. Ich finde Moby Dick auch. Ja, ist ein sehr schöner Roman. Sehr schön, sehr lang allerdings. Werde ich vielleicht auch machen. Ich will die Pest von Camus lesen. Die Pest von Camus lesen. Das passt natürlich sehr gut. Und das Schöne ist halt, es ist kostenlos. Die Leute kriegen das gratis, frei Haus, können was dazu tun, wenn sie wollen. Ich habe jetzt diesen Super-Chat aktiviert bei mir. Und du musst mir übrigens auch nochmal dieses Ding mit dem Restream sagen, das finde ich ziemlich geil, wo du mit einer Plattform auf allen Streaming-Plattformen online sein kannst. Ey, wir müssen, Nils, also wir beide sind ja überlebensgeschult, das kommt uns gerade sehr, sehr, sehr entgegen und deswegen sieht man uns jetzt auch und denkt sich, what, die, wer, sind das die Gewinner der Krise? Und ich glaube, ja, wir sind es und je länger wir durchhalten, desto besser werden wir. Auf jeden Fall. Wie kommst du denn durch die Krise? Datest du? Gehst du auf, hast du irgendwie Dating-Sachen, bist du vergeben? Also ich bin in der Regel vergeben. Ich date auch. Also es ist so, dass ich in der Regel vergeben. In der Regel vergeben. Ich mache alles. Also ich finde, ich bin offen für alles. Und ich war jetzt mal eine Zeit lang auch auf Tinder, wer weil offen du für alles mir ist, das damals ist übrigens dicht. Aufgeschwatzt hast. Ja. Erinnerst dich daran? Du hast in meinem Namen einen Account bei Tinder gemacht und dann in meinem Namen gechattet, weißt du das noch? Ja, wir haben das noch live gemacht. Genau, wir haben das noch live auf den Monitor gelegt, auf der Leinwand und haben dann live und das war, ey, ich kenne das wirklich bei Tinder, dass du auch mal einen halben Tag lang da swipest und da kriegst du kein Match. Wir haben es damals angeschlossen und dann waren die auch da und haben sofort gechattet. Ja, und dieser Account ist übrig geblieben, ohne dass ich es gemerkt habe und ich habe immer so Nachrichten bekommen, denkst du, hä, was ist das? Und irgendwann entdecke ich den und mein Profil und denk so, what the fuck? Und im nächsten Moment habe ich aber auch schon gedacht, ey, what the fuck, wie geil. Why not? Und ich muss aber sagen, Tinder turnt einen relativ schnell ab.
Tinder ist langweilig. Es ist irgendwie auch ein ekliges Gefühl, Menschen so wegzuswipen, oder? Ja, und da kommt auch nicht viel bei rum. Also natürlich, wenn du nicht verifiziert bist, fragen dann auch alle, bist du das wirklich? Dann verlierst du schon mal irgendwie 3/4 der Matches wieder. Und wenn dann was übrig bleibt, dann ist es so Reste ficken. Ja, immer, ja, ich finde auch, dann musst du immer so ein Gespräch in Gang bringen und dann relativ schnell enden, Alarm ja, das. Und das ist sehr oberflächlich. Dann musst du die treffen und dann ist es... Also ich bin, um es jetzt ehrlich zu beantworten, kein großer Dating-Fan. Ich bin, ich finde das einfach zu oberflächlich. Und du, wenn du die Leute dann siehst, gibt's meistens eine große Diskrepanz. Also das, was die vorgeben zu sein, entspricht selten dem, was sie wirklich sind. Und aber guck mal, wie alt bist du jetzt? 46? 29. In unserer Jugend war so, damals. Da sind wir in die Teestube gegangen und wir haben einmal geknutscht. Du bist in die Teestube gegangen. Ich bin nicht in die Teestube. Ja, 99 Luftballons habe ich getanzt und meine erste Freundin habe ich in der Teestube. Ja, wir haben einmal geknutscht und waren 10 Jahre zusammen. Wie so ein Vertrag, den du schließt, ohne die Bedingungen zu kennen. So einmal knutschen, 10 Jahre. Und heute musst du 10 Stunden swipen und überlegst immer noch und du triffst aber niemanden. Dir tut der Finger schon vor dem Date weh. Vom Swipen. Warum hängen in den türkischen Teestuben eigentlich immer diese Neonröhren? Gute Frage. Warum ist da nicht gemütlicheres Licht? Warum läuft da nicht Musik? Ja. Es ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann immer dieses Neonlicht. Warum haben die nicht gemütlicheres Licht an so ein bisschen? Immer so voll Neon, bam. Vielleicht denken die, das wäre die Verkörperung des technischen Fortschritts. Keine Ahnung. Rassistisch, aber das darfst du ja. Ja. Weil du ja, ne, genau, du darfst. Weil ich das. Kanacke bin, ja. Hallo. Nicht das K-Wort, nicht in meiner Show, okay, aber es ist ja schon längst wieder unsere. Extreme heißt deine Late-Night, oder? Ja, Scheißname, mag ich gar nicht. Es klingt ein bisschen nach Sex. Na, ich hätte dich fragen sollen, du bist ein Namensweltmeister. Die Namen, die du hast, finde ich immer super. Ich finde dich auch, ja, Sodom und Corona finde ich super. Du könntest Serda und Corona machen. Serda und Corona. Na, wir mussten halt irgendwie. Serda und Gomorra. Ja. Aber es wirkt ein bisschen nah an unserem Ding, das willst du vielleicht auch gar nicht. Du machst das einmal im Monat? Einmal in 3 Monaten im Augenblick und nächstes Jahr einmal im Monat. Okay, also es ist nicht ganz eine Daily Late Night, nee. Aber fast eine Monthly. Und wer kommt als nächstes zu Gast? Du? Weiß ich nicht. Ja. Komm vorbei. Du warst ja in der letzten Show schon zugeschaltet. Genau. Du hast da jemanden gefunden, der das technisch gut drauf hat. Ne? Ihr macht das über, dass Leute mit partizipieren können und so weiter. Genau. Ne? Bis zu 5000 Zuschauer können zuschauen und auch mitmachen. Man kann aber auch unterschiedliche Karten kaufen. Man kann auch nur so zugucken, ohne dass man beteiligt ist. Das ist ziemlich cool. Ich finde es sehr cool. Es ist zeitgemäß, weil wir sind raus aus dem Fernsehzeitalter. Wir müssen immer mehr auch lernen, die anderen, die neuen Medien, die Anführungsstriche neuen Medien zu nutzen. Machst du ja auch. Und unseren Content vor allen Dingen nicht zu verscherbeln. Ich meine, das, was du hier machst, ist ja wirklich ein Geschenk. Ne? Ich schenke das den Leuten. Ich wollte dir mal was zurückgeben. Einfach so raus. Und ich finde, dieser Content ist Gold und Geld wert. Und die Leute müssen lernen, dass es irgendwann das auch nicht mehr so gibt. So wie zum Beispiel die Auskunft, die irgendwann mal umsonst war. Und jetzt zahlen die Leute irgendwie 1,38 pro Minute. So wird das bei uns auch irgendwann sein. Hier und werden sie geholfen. Berechtigt. Ja, da ist aber auch, glaube ich, ein Shift da. Ne? Leute sind ja bereit, Abos abzuschließen. Leute bezahlen mittlerweile auch. Uns fragen auch Leute, hey, wollt ihr Geld haben oder so. Keine Ahnung, wie wir es machen. Ich höre ganz gerne so einen Podcast, der heißt Red Scare. Das sind so zwei Russinnen in New York. Mhm. Und den habe ich tatsächlich auch nominiert. Bei denen ist es so, jede zweite Show ist gratis. Mhm. Wenn du aber alle Shows hören willst, musst du bei Patreon ein Abo abschließen. Dann kannst du jede Show hören. Und ich konnte nicht mehr so lange warten, immer auf alle 2 Wochen nur. Und habe das abonniert. Zum Beispiel Red Scare kann ich euch empfehlen. Sehr, sehr guter Podcast. Aber um da vielleicht nochmal so ein bisschen kulturpolitisch zu sein. Ich weiß, dass dich das vielleicht langweilt. Aber Corona ist ja für uns echt eine Herausforderung. Ne? Also gleich sabberst du noch dazu. Ja, natürlich ist eine Herausforderung. Und wir müssen einfach als das schwächste Glied in der Kette gerade, wir kommen, glaube ich, noch nach Gastronomie und Einzelhandel. Ich will nicht das schwächste Glied wieder sein. Ja, sind wir aber. Und viele von uns werden das nicht überleben. Und da müssen wir mit gutem Beispiel, die das Überleben sozusagen geübt haben, mit gutem Beispiel vorangehen, aber eben auch loyal und solidarisch sein. Ich habe zum Beispiel mit der Sammelaktion Dickpick vom schwächsten Glied. Ich habe zum Beispiel mit der Sammelaktion eben auch Künstler unterstützt, die keine Auftritte haben oder keine großen. Oder mit der Robinson Crusoe Lesung. 40.000 Euro hast du da eingenommen, genau, oder? Genau, mehr so. Wow. Oder mit der Robinson Crusoe Lesung unterstütze ich meine eigenen Mitarbeiter, die im Moment eben darauf angewiesen sind, dass ihre Jobs erhalten bleiben.
Und das muss wichtig und richtig bleiben, dass wir das tun. Also wir mit unserem Namen sozusagen, die etwas repräsentieren, müssen andere unterstützen, die diesen Namen nicht haben. Ja, finde ich gut, dass du das machst. Was mich natürlich aber doch auch interessiert ist, wie kommst du durch Corona? Wie findest du, wird das gemanagt von unserer Regierung? Miserabel. Also ich komme miserabel durch, aber es ist auch ein miserables Management. Wie sauer warst du, als du gemerkt hast, dass unsere Regierung zu wenig Impfstoff gekauft hat, oder? Ich war bestürzt und ich kann es gar nicht in Worte fassen, wirklich. You had one job. Na, und es gibt halt auch total viele Widersprüche. Zum Beispiel, ne, die Inzidenzwerte werden national gezählt. Das heißt, wir müssen in einem Ort Inzidenzwerte ausbaden, die eigentlich in Thüringen oder sonst wo sind, kriegen aber, haben keine nationalen Maßnahmen. Also wenn ihr schon die Zahlen national messt, dann macht doch auch eine nationale Maßnahme. Stattdessen kann man aber regional entscheiden, ob man es macht oder nicht. Dann misst doch bitte auch die Inzidenzwerte regional, damit jedes Dorf entscheiden kann. Oder diese Maskengeschichte, die Schnelltestgeschichte. Wenn du Schnelltests verlangst, dann mach sie doch verfügbar. Mach doch so wie Zigarettenautomaten an jeder Ecke einen Schnelltestautomaten. Natürlich. Und dann verkauf sie für 1 Euro. Masken. Die Regierung sagt, ihr müsst Masken tragen, sagt aber nicht, die sind kostenlos. Da kommt doch jeder Fick-Dealer drauf zu sagen, hey, ich verkaufe die Maske für ganz teures Geld, weil es gibt nicht so viele Masken. Und zwar, mein Ehemann ist doch der Gesundheitsminister. Zum Beispiel. Verkaufe ich doch mal dem ein bisschen Masken, da komme ich doch viel besser. Ja, oder wo sind die 600.000, die er gemacht hat? Die muss er doch zurückgeben, und zwar öffentlich. Der muss doch öffentlich zeigen, dass er dieses Geld nicht behalten darf. Also ich verstehe es nicht ganz. Hat jetzt der Ehemann von Jens Spahn an das Gesundheitsministerium. Ja, aber das ist ja der krasseste Fall. Der Ehemann von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, verkauft an das Bundesgesundheitsministerium, obwohl er eigentlich der Leiter des Berliner Büros des Schundverlags da ist, des Bunte Verlags, ne, hier Burda. Ja, der verkauft also seinem eigenen Mann, linke Tasche, rechte Tasche, Masken im Nicht Grunde. Nicht nur das, der macht eine Silvesterfete mit 100 Gästen, aber von denen keiner eine Maske trägt, aber nur die Leute, die Kellner, haben eine Maske an. Aber jetzt nochmal, damit wir mal so konkret bei dieser Sache bleiben. Also der verkauft gegen jede Anstandsregel, verkauft er Masken an das Ministerium seines Ehemanns. Und er ist trotzdem weiterhin, er ist nicht zurückgetreten, er ist weiterhin. Null. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Wer soll denn auch kommen, wenn er zurücktritt? Bitte, ich bitte dich. Karl Leiserbach. Karl Lauterbach, oh fuck, bitte nein. Naja, aber der ist ja sehr beliebt und hat anscheinend auch immer Recht behalten. Nee, der hat so viel gesagt, dass die Quote seines Rechthabens immer gestiegen ist, je mehr er gesagt hat. Alter, ja, das ist, und er sucht ja auch eine Frau. Er möchte, was ihm zum Glück fehlt, interessiert uns wäre eine liebevolle Frau. Ja, interessiert uns nicht. Mich schon. Nee, aber, nee. Ich will nur eins, dass du mal eins machst, und bitte vergrößer das mal hier, wenn du das kannst. Guck dir mal bitte das Gebiss von Karl Lauterbach an. Ja, Alter, das ist krass. Und der ist Gesundheitsexperte, Digga. Der ist gesund. Geh erstmal zum Zahnarzt. Aber vielleicht ist bevor du mir sagst, wie ich mich vor Corona schütze. Es ist unfassbar. Ich glaube, dass der tatsächlich eine eingebaute Maske hat. Die Karies killt das Coronavirus schon, bevor es weitere andere Teile des Körperchens erreicht. Ja, aber nochmal zu Corona. Ne? Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie aufmachen. Aber mach doch mal. Pass auf. Trotzdem. Wir haben heute, ich mache mal jetzt wirklich einen kleinen Bogen. Wir haben heute 3 Millionen Corona-Fälle insgesamt in Deutschland. Und zwar nicht in einer Saison, die Grippesaison geht von Oktober bis März, sondern in 2 Saisons. Ja? Wir zählen die Corona-Zahlen seit etwa Januar 2020. 3 Millionen Fälle. Wir haben Todesfälle in etwa 77.000. Ist alles dramatisch und ist besorgniserregend. Aber wir hatten mal eine Grippewelle, und zwar 2017, mit 9 Millionen Infizierten und ich glaube 45.000 Toten, wo keiner eine Maske getragen hat und kein Staat gesagt hat, wir machen eine Ausgangssperre. Wie willst du also jetzt bei jeder kommenden Epidemie, bei jeder Grippewelle den Leuten erklären, dass du nichts machst? Oder möchtest du bei jeder einen Lockdown machen wie jetzt? Du kommst aus diesem Ding nicht mehr raus. Und dann kommt die Regierung und sagt, wir rechnen den Inzidenzwert als Maßstab. Wir rechnen die R-Zahl als Maßstab. Wir rechnen die Verdopplungszeit als Maßstab. Und jetzt sind die Todeszahlen zum Beispiel auch so weit gesunken, dass sich jeder fragt, wofür? Was ist diese unsichtbare Gefahr, wovor wir gewarnt werden? Ist die wirklich so groß? Und erklärt sie uns. Ich mach's ja mit. Ich trage die Maske. Ich gehe nicht raus. Mache ich alles. Aber bitte erklär's mir. Es gibt doch vor allen Dingen Schnelltests, wo dir so ein bisschen Blut abgenommen wird. Ja. Da sind aber ich sehr sicher. Du könntest doch, bevor du ins KDW gehst,
Ne, da dürfen so und so viele Leute rein, du musst in Abständen draußen warten, du machst einen Test direkt vor Ort, der ist negativ, darfst du rein. Ja. Ne, und wie paradox, dann darfst du nachts nicht raus, wo eh keine Sau auf der Straße ist. Am nächsten Morgen gehst du aber zu Aldi, ja, wo 100 Leute sich auf die Füße treten und du denkst, was ist das, das macht keinen Sinn. Merkel hat sich ja entschuldigt, ne? Und das waren alle ganz toll. Ohne die Vertrauensfrage zu stellen, die sie hätte stellen müssen. Die sie hätte stellen müssen und vor allen Dingen ohne mit irgendwas Neuem um die Ecke zu kommen. Der Punkt ist doch einfach, wie kommst du auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt hier die Läden dicht, was doch ganz klar dazu führt, dass alle sich dann treffen beim Supermarkt. Und der am Supermarkt, Samstag alles doppelt und dreifach voll ist. Genau. Ja. Dann gibt es ja so Luft. Um 3 Uhr nachts, ich bitte dich, sorry, ich unterbreche dich immer. Um 3 Uhr nachts, warum wartest du nicht bis zum nächsten Morgen und schläfst mal drüber? Niemand sitzt vorm Fernseher und wartet auf dieses Statement. Es ist so eine einfach eine Gängelung der Leute. Total. Ich glaube, was schon was hilft, ist, du hast ja um 23 Uhr hier so ein Alkoholverkaufsverbot. Ne, die Spätis machen jetzt um 23 Uhr zu. Ja. Dass eben dann nicht mehr, es wird wahrscheinlich weniger gesoffen und weniger sich privat getroffen. Ne? Aber es wird ja auch nicht gesagt, wo die Infektionszahlen am größten sind. Hast du ja eben gesagt. Ja, wir reden, wir reden alle über die Flieger nach Mallorca, aber über die Flieger in die Türkei redet keiner. Ne? Ja, oder überhaupt auch Theatern. Wie viele Leute haben sich in Theatern infiziert? Null. Ich habe mir noch Lars Eidinger angeguckt. Da war halt jeder dritte Platz besetzt. Man musste eine Maske tragen. Ja. Und die haben halt ein Belüftungssystem. In Flugzeugen gibt es das ja auch, da wird das über so ein Hitzeelement geführt, die Luft, und dadurch sterben die Viren ab in der Luft. Ja. Das kostet 2000 Euro, dann kannst du hier den Raum virenfrei machen. Ja. Kannst du in der Schule machen, überall. Die hätten, ich habe das mal ausgerechnet, 2 Millionen Stück kaufen können, für den Preis, den Jens Spahn für Masken ausgegeben hat. Der hat ja 2 Milliarden für Masken ausgegeben. Alter, die sich jeder selbst kaufen kann. Kriegst du für 80 Cent im Laden. Ja. Und dann fährst du so im Taxi in Berlin und so provisorisch ist da so eine komische Wand. Alter, wenn ich's habe, bist du tot. Ja, und wenn du es hast, bin ich auch tot. Das bringt gar nichts. Also dann mach's doch irgendwie logisch. Hier zum Beispiel auch, entzerr doch die Einkaufszeiten. Sag doch, Risikogruppen gehen von 7 bis 9. Genau. Ne? Oder mach die Busse. Mach einfach mehr Busse in den Verkehr. Und sag den Leuten, Autofahren ist verboten. Ihr müsst öffentliche Verkehrsmittel. Oh, keine, I don't know. Ich bin nicht die Regierung. Aber ich weiß, die Regierung, die weiß es nicht besser als ich. Aber in den U-Bahnen könnte man ja auch so Spuckschütze zwischen die einzelnen Gruppen machen. Könntest du alles machen. Ist alles nicht da, ne? Ja. Und warum laufen noch Leute rum und schreiben Autos auf und verteilen Knöllchen? Warum verteilen die nicht Masken? Ja, zum Beispiel auch. Einfach wie Kamelle. Ich verstehe es nicht. Ich finde, es wird oberübel gehandelt. Ja. Und dass wir nicht genug Impfstoff haben, finde ich, ist, dafür gehört Merkel in den Knast. Ganz ehrlich. Ich finde mal, abgesehen davon, es muss eine Aufarbeitung geben. Es muss nach der Krise, wann es immer auch sein wird, eine Aufarbeitung geben. Und da müssen all die Rede und Antwort stehen, die jetzt gehandelt haben. Scholz, Spahn, Merkel, auch die EU, die von der Leyen. Ich meine, die EU hat es ja auch mega verkackt, ja? Diesen ganzen Deal mit den Masken, den Impfstoffen, wo es plötzlich nur noch so um Handeln ging, ja? Wir wollen nicht so viel bezahlen. Wenn wir schon eine Krise haben, dann möchten wir auch ein bisschen von dem Geld behalten, was wir haben. Nein, du gibst das Geld jetzt aus! Aber das Ansehen der Türken hat sich ja in Deutschland nicht nur durch dich in ungeahnte Höhen geschraubt, sondern auch, weil du ein großartiger Typ bist und wir große Fans deiner Kunst sind. Und weil du uns so viel schenkst. Die Prostata B. Weil du uns so viel schenkst. Aber auch der BioNTech-Impfstoff ist ja von einem türkischen Menschen, Mann, ich identifiziere ihn als Mann, erfunden worden, entwickelt worden, mit Hilfe deutscher Gelder. Hm. Ohne die läuft ja gar nichts bei den Türken. Aber da könnte ich jetzt einen riesen Shitstorm starten. Auf jeden Fall. Aber so ein Typ bist du ja nicht. Du nimmst Shitstorm und du startest sie nicht. Aber der kostet, glaube ich, pro Dosis 36 Euro oder so. Hm. Und der AstraZeneca, die Impfpumpe aus Great Britain, kostet 3,50 Euro. Haben wir eigentlich erklärt, warum wir hier tagsüber heute sitzen? Weil du gleich noch ein Date hast. Und wir wollten sowieso mal tagsüber machen. Ja, das ist ziemlich cool. Ich finde es gut tagsüber. Ja. Ich muss aber, Schön, dass du da warst. Wir machen zum Schluss noch ein kleines Spiel. Das habe ich aus einer Late-Night-Show. Oh, und zwar nimmst du dir hier ein Ei raus und haust es dir auf den Kopf. Nee, auf keinen Fall. Die Hälfte davon ist hart gekocht. No way. Die anderen sind, mach ich auf keinen Fall. Nee, mach ich nicht. Komm, nein, Kappe ab. Nein, mach ich auf keinen Fall. Machst du echt nicht? Nein, mach ich nicht. Du machst diesen Spaß nicht mit? Nee. Ach komm, es ist Ostern. Nein, ich mach's auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Wirklich? Man muss auch mal über sich selber lachen. Das Ding ist, das ist für den Moment lustig, in dem ich's mache, aber ich fahre gleich noch eine halbe Stunde durch Berlin. Du kannst mit einem rohen Ei zerschlagen auf meiner Rübe. Nein, wir haben doch hier, du kannst dich doch hier auch nicht waschen. Das ist mir hier alles zu infektiös. Hier gibt's übrigens auch keine Plexiglaswand zwischen uns, ne? Aber wir haben genug Abstand. Ja, weil du sauber bist. Wir haben ja auch vorher noch den Test gemacht. Geschlossene Fenster, Nebelmaschine. Wir haben
Der Test war doch negativ. Wir haben Tests gemacht, auf jeden Fall. Also ich mache jetzt mal die Nebelmaschine an, den Haser, und dann machen Mats und ich das wenigstens. Du kannst dich entscheiden, ob du es am Schluss noch mitmachst. Wir beide machen es, oder? Ja, ihr beide machen es auf jeden Fall. Ja. Komm, so, warte, ich mach mal drei, hier nochmal. Drei sind roh, drei sind gekocht. Richtig. Genau. Ach du Scheiße. Ich rate, welches roh ist und welches gekocht, okay? Du kannst ja aussuchen, welches ich mir auf den Kopf schlage. Oh, das ist gut. Also. Ja, sag du mir, welches ich nicht nehmen soll. Mitte unten. Du wirst es am Gewicht merken, ne? Das? Ja, das. Ich kann es nicht merken. Die sind alle gleich, aber. Scheiße. Und? Hart. Gekocht. Ach du Scheiße. Matze. Na, geh her. So. Oh, das ist natürlich. Das ist russisch Omelette. Russisch Omelette würde ich es nennen. Ich kann gar nicht auf dich groß, aber ist egal. Das kannst du mal, können wir doch später noch. Oh Gott, oh Gott. Haben wir viele schlimme Dinge gesagt? Natürlich. Was war das Schlimmste? Natürlich, aber was war das Schlimmste? Nein, das macht ja nicht so eine Sorgen. Diese Frauenpassage war schlimm, oder? Oh, shit! Jetzt müssen wir uns ja noch schneller. Ist das Spiel damit beendet? Machst du es jetzt noch? Nee, auf keinen Fall. No way. Ich muss ihn bewerfen damit, ne? Nein, komm, hör auf. Nein. So, tschüss, wir sind weg. Wir müssen uns jetzt mal verabschieden. Ich werfe eins hinter dir an die Wand. Ja, Matze ist schon mal raus. Ihr verabschiedet euch. Ich werfe euch total. Ich bin raus. Frohe Ostern. Schön, dass du da warst, Teller. Schön, dass du da warst. Danke, ihr Süßen. Und, das war's jetzt hier von Sodom und Corona. Vielen Dank fürs Einschalten. Denkt bitte dran, uns zu abonnieren, damit ihr keine Sendung verpasst. Ja, schreibt uns nette Bewertungen auf Instagram. Wir sind gratis noch, ne? Und wir leben quasi von eurer Zuneigung. Wir brauchen ganz viel Liebe. Gerade auch so ein kleines Ostergeschenk. Ne? Legt uns so ein kleines Osterei in die Bewertungen, oder? Ja, gerne. Ne? Gerne. Und frohe Ostern. So ein Daumen hoch oder irgendwas, ne? So ein Abo, das freut uns doch. Vielen Dank, das war Sodom und Corona. Stay sick. Aber bleibt negativ dabei und gesund. Sehr gut. Bis dann, meine Lieben. Tschüss. Ciao. Frohe Ostern. Er ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches. The Podcats are back. Back on the mics. Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit